Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Hörspiel. Die Kakerlakenparty ist wieder da. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Zusammenfassung aus der gesamten Woche, nur ohne meine Einsprecher. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo? Hallo, Steinfeger. Ja, schon sehen wir. Max Braun am Apparat. Ja. Von der FX Frankfurter. Von Bitcoin Make Money. Ah ja. Wir haben gerade eine Registrierung gemacht an unsere Unternehmer. Ja, in so einer Werbung heißt da, mich angemeldet. Genau, und gerade rufe ich Ihnen an, zuerst mal zu unterstützen, helfen, wie Sie das Konto gleich aktivieren können. Ah, oh, toll. Ja? Ja. Okay, sind Sie vor dem Rechner? Nee. Haben Sie mit dem Smartphone gemacht? Nein, also ja, am Computer, aber jetzt bin ich gerade nicht am Computer. Okay, weil ich habe auch vor 5 Minuten angerufen, aber leider, Sie kommen nicht dran, wo ja. Genau Sie im Computer waren. Können Sie kurz den Computer hochfahren? Na, der ist ja noch hochgefahren, aber ich sitze gerade auf dem Töpfchen. Töpfchen, aha, okay. Also sind Sie beschäftigt zurzeit? Ja, auf dem Töpfchen. Okay. Okay, wann darf ich anrufen? Wann sind Sie vor dem Rechner? Wenn Sie ein paar Minuten warten und mir ein bisschen was über Ihre Firma erzählen, können wir auch die Zeit bis zum Rechner noch verbummeln. Alles gut, ich melde in ein paar Minuten, weil ich möchte erstmal informieren, wie es bei uns funktioniert. Ja, wer das wir können sind, Sie ja so schon machen. Mal. Alles klar. Können Sie ja so schon mal machen, also dann erzählen Sie mal. Okay, wir sind eine internationale Trading-Online-Plattform. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, an der Börse teilzunehmen. Mhm. Die 3 großen Vorteile bei uns sind erstmal Kontoverwalter an Ihrer Seite. Das heißt, ich werde jeden Tag für Sie an die Börse zugreifen, Positionen öffnen und schließen. Wir garantieren einen Gewinn zwischen 15-25% im Monat über die Investition. Als neue Kunde, Sie bekommen bis zu 50% Willkommenbonus als Anfang. Mikrokonto können Sie mit 250 Euro anfangen. Sie erhalten 125. Danach können wir den Handelsplattform auf Ihr Rechner herunterladen. Sie beobachten jederzeit. Sie haben auch selbst Zugriff an Ihr Computer. Sie können auch selbst handeln, wenn Sie Profi sind. Aber allein ist ein bisschen riskant. Nach 3-4 Wochen Zeit, nach der Testphase, wenn Sie begeistert sind von unserer Zusammenarbeit, von den Ergebnissen, von den Auszahlungen, von der Steuer auch, dann entscheiden wir beide langfristig Minimum 2,5-3 Jahre arbeiten. Wenn Sie nicht zufrieden sind, Kapital abheben, aussetzen, Freunde bleiben. Gar nichts passiert. Aber für die Testphase, das ist eine Mini-Investition ab 250 Euro. So, 250 bis 2500 heißt Mikro-Account. Sie können mit einer X-Summe starten, wie viel Sie möchten. Bonus wird bis zu 50% gut geschrieben als Unterstützung, als Willkommen-Bonus. Und ich kann jeden Tag arbeiten. Einmal, zweimal in die Woche können wir zusammen unterhalten, Analyse durchführen. Und nach ein paar Wochen Zeit, wenn Sie begeistert, zufrieden sind, können wir langfristig arbeiten. Ja. Wie sind die Informationen so kurzfristig? Ja, und wo kommt da eigentlich die Kohle her? Also wenn man bei Geld verdient, dann muss ja irgendeiner das Geld durchheben. Also erstmal, Mikro-Account heißt, Sie können oder Sie müssen die 250 Euro investieren. Mikro-Account, Bonus wird von unserer Finanzabteilung gut geschrieben. Und dann, wir können direkt bei dem Forex arbeiten, bei Währungsfall zuerst, weil mit Mikrokonto können wir nicht so große Investitionen erledigen. Wir können beim Euro, US-Dollar, USD, japanisches Yen und so weiter, Schweizer Franken investieren, Buy, Sell, Kauf, Verkauf. Wir haben extra den Handelsplattform, MetaTrader 4 heißt, den werden wir auf Ihr Rechner herunterladen und Sie schauen jederzeit, wie das läuft. Ich kann dann jeden Tag neue Informationen geben. Ja, und wo kommt die Kohle her, die man dann bekommt? Von der Frankfurter Börse. Ja, und wie funktioniert das, dass man da das Geld bekommt? Warum kriegt man das Geld da? Also, Beispiel, beim steigenden Preis, wir können immer Buy, Kauf organisieren und wir verdienen Geld, wenn wir die Position geschlossen haben. Beim fehlenden Preis, wir können Verkauf, Sell aktivieren und trotzdem wir profitieren. Aber diesen Strategie, dann werde ich, sobald Sie vor dem Rechner sind, da kann ich Ihnen informieren, weil nicht so theoretisch.
kompliziert. Da müssen Sie vor dem Computer sein, damit ich alle mit darüber argumentieren kann. Ja, da gehe ich auch gleich hin. Und okay, in ein paar Minuten rufe ich an. Nö, wir können ja auch so lange am Telefon bleiben, bis bald. Dann kann ich auch noch ein paar Fragen stellen, weil sonst stelle ich ein paar Fragen nachher sowieso. Ja. Deswegen habe ich angerufen heute. Ja, genau. Und wenn ich da jetzt das Geld da gewonnen habe, Sie wissen, was ich meine, hier, wo ich so, wo der Kohle denn da rauskommt, also wenn ich da voll drauf habe, wie ist denn das mit der Auszahlung? Wie lange dauert denn das? 1 bis 2 Werktage. Ah ja, also wenn ich da jetzt, keine Ahnung, da Geld gemacht habe, dann kann ich da auf Auszahlen drücken und dann dauert 2 Tage und dann habe ich das auf mein Konto. Also Sie dürfen jederzeit die Profite auszahlen lassen. Eine Auszahlung dauert nicht mehr als maximum zwei Arbeitstage. Wir haben auch mehrmals erlebt, dass in ein paar Stunden geklappt. Aber maximum 2 Tage. Ja, und wie ist das mit der Steuer? Muss ich das dann bei der Steuer melden? Sie bekommen eine Steuernummer von unserer Finanzabteilung. Die Steuer übernimmt unsere Unternehmer. Aber das, was Sie zahlen müssen, sind 6% Verwaltungsgebühr. Ja. 6% das gehört an meinen Namen als Kontoverwalter. Ja, aber muss ich nicht noch einen Startwert abgeben? Bitte, aktualisieren Sie kurz Ihren Computer, in 2 Minuten rufe ich an mit den starken Informationen. Okay? 1 bis 2 Minuten. Aber ich habe sie doch jetzt dran. Ja, weil ich muss was unterschreiben. Nur, oder bleiben Sie dran? Ja, bleiben Sie dran. Ich bleibe 30 dran. Sekunden. Bleiben lieber dran. Okay. Ja. Tag. Guten Tag. Herr Steinfeger. Ja. Emilia hat es am Apparat. Ich rufe Sie von Juntels bei Benefits. Wie geht es Ihnen? Ja, ganz gut. Super schön. Also ich habe gesehen, Sie sind jetzt online auf unserer Plattform. Deswegen möchte ich Ihnen kontaktieren. Ja. Meine Frage ist, haben Sie schon eine Erfahrung mit Onlinehandel oder das erste Mal für Sie? Das ist das erste Mal für Sie. Erste Mal für Sie. Ja. Okay. Also, Herr Steinfeger, es gibt 2 Systeme auf unserer Plattform. Ja. Auto- und Manier-System. Auf Autosystem, es gibt einen Robot, wie heißt und das Algorithmus. Aha. Ja? Mit diesem System, Sie brauchen nichts zu tun. Weil dieser Robot alles für Sie macht, ja? Okay? Ja. Okay, also gibt es eine Anlage, von der Sie besonders interessiert sind? Wie bitte? Zum Beispiel, gibt es eine Anlage, von der Sie besonders interessiert sind? Zum Beispiel. Ja, die von Teufel, die gefällt mir. Wie bitte? Die von Teufel. Welche Aktien oder Coin? Ich verstehe Sie nicht. Na, Sie haben doch gefragt, welche Anlage mir gefällt. Ich sagte, die von Teufel. Teufel? Ja. Okay, also meine Aufgabe ist nur, Ihr Konto aktivieren zu helfen, ne? Okay. Wie Sie wissen, der Market verändert sich jeden Tag und jede Stunde. Es ja. gibt neue Möglichkeiten für Sie. Der Market ist nicht stabil. Okay. Unsere Aufgabe nur Aktivierungsschritte. Also ich bitte Sie, öffnen Sie bitte, also schließen Sie Lautsprecher. Was? Bitte schließen Sie Lautsprecher. Ich habe dafür keinen Schlüssel. Okay. Herr Steinfeger, wie gesagt habe, unsere Aufgabe nur Aktivierungsschritte, ne? Nachdem Sie Ihr Konto aktivieren, geben wir eine kleine Ausbildung. Das ist kostenlos über das System. Zum Beispiel, ob Sie Fragen haben oder ob Sie diskutieren möchten, dann können Sie eine E-Mail schreiben, dass ich Hilfe brauche. Dann, wenn Ihr Kontomanager ruft Sie gleich an. Das ist eine gute Richtung für Sie oder es gibt schlechte Richtung für Sie. Wenn Sie möchten, können Sie weiter handeln, ja? Können Sie mich hören? Ja. Alles in Ordnung, Herr Steinfeger? Ja. Okay. Haben Sie eine Frage? Ja. Bitte schön. Können Sie meinen Namen mal richtig aussprechen, bitte? Steinfeger. Nee. Wie heißen Sie? Steinfeger. Schon Steinfeger. Möchten Sie Ihr Konto aktivieren oder nicht? Ja.
Steinfeger. Steinfeger. Stinfeger. Nein, Steinfeger, also. Nicht Stien, Steinfeger. Steinfeger, Entschuldigung. Ja. Okay, Steinfeger. Also, wir sind internationale Plattform, ja? Ja. Also, wie würden Sie Konto aktivieren? Entweder mit Visa oder Mastercard? Steinfeger? Ja? Welche Card haben Sie? So. Visa oder Master? Da muss ich gucken. Okay. Wozu brauche ich die Karte? Hallo? Wenn Sie Ihr Konto aktivieren, Sie sollen 250 Euro bezahlen. Das ist unser Mindestbetrag, 250 Euro. Dann so viel? Können Sie sofort Trade machen. Ja? Ja. Mhm. Okay. Haben Sie geguckt? Ich bin noch auf der Suche. Welche Card haben Sie? Master oder Visa? Eine Vista-Karte. Visa-Karte? Ja. Okay. Ich werde meine Finanzabteilung Bescheid geben. Ja. Dann ich werde Ihnen eine Aktivation-Link senden, okay? Ah, toll. Super. Hallo? Ja, ich höre Sie. Sie sind noch dran? Ja, ja. War so still. Warten Sie ganz kurz. Ja. Ja. Ich habe Ihnen eine Aktivation-Link gesendet. Ich kontrollieren Sie Ihre E-Mail, ja? Welches Postfach? Der Titel ist Benefit von Emilia. Und an welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Also, ich habe nicht gesehen. Für Ihre Sicherheit, ja? Oh nein. Aber ich habe noch so viele E-Mail-Adressen. Ich gucke okay. Mal. Von bitte bitte sagen Sie mir. Aktuelle ja. E-Mail-Adresse. Was ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Ja, ich habe so viele. Okay, aber was ist Ihre aktuelle? Na, sean.steinfeger@googlemail.com oder sean. steinfeger@mdccfun.de oder ich habe auch sean.steinfeger@t-online.de. Mhm. Ja. Sie scheinen ein sehr lustiger Mensch zu sein, ja? Wieso? Ja. Das ist meine Idee. Okay. Ja, bitte kontrollieren Sie Ihre E-Mail. Ja, ich log mich mal nochmal ein und guck mal. Es lädt. Ist doch nichts da. Ah, okay. Also, nutzen Sie WhatsApp? Nee, ich hab Telegram. Sagen Sie mir noch einmal, was ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Welche sollten wir denn da nehmen? Ich habe so viele. Okay, das ist kein Problem. Bitte sagen Sie mir, was ist Ihre aktuelle E-Mail-Adresse? Also eingeloggt bin ich jetzt bei sean.steinfeger. Eine Minute. Okay. Sean Steinfeger. Zeichnet dann. mdccfun.de. Können Sie buchstabieren? Die ganze E-Mail-Adresse?
Nein. Es heißt schon Scheinfeger. Es zeichnet. Ja. Dann. Ein M. M. Ja. Wie Maulkorb. Wie bitte? Wie, also ein M wie Maulkorb. Okay. Dann kommt ein D wie Deckel. Deckel? Ja. D wie Deckel? Ja. Dann? Ein C. Nochmal? Ein C. Also. Haben Sie das aufgeschrieben? Nein. Maybe Malta. Ja. David Decke. Ja. Dann? Ein C. C? Ja. Ein halbes O. Und dann noch ein C. Haben Sie? Dann kommt ein F. Wie Fußbodenheizungsmischgerät. Steinfeger. Haben Sie das F? Steinfeger. Ja. Steinfeger. Steinfeger. Ja. Also, ich habe viele Kunden und viele Termine, ja? Ja. Möchten Sie wirklich Ihr Konto aktivieren? Natürlich. Möchten Sie Geld verdienen? Ja. Okay, also, bitte kontrollieren Sie noch einmal Ihre E-Mail-Adresse, ja? Ich gucke noch mal. Okay. Nee, ist noch nichts gekommen. Aber ich habe Ihnen auch nicht die ganze E-Mail-Adresse gesagt. Wir waren ja noch nicht fertig. Okay, also nutzen Sie. Also sind Sie jetzt am Computer oder am Handy? Ich bin am Computer, ja. Okay, also bitte gehen Sie Google Chrome. Den, was? Das habe ich nicht. Google Chrome. Habe ich nicht. Das ist App Google. Ja, habe ich nicht. Leider. Ich habe nur Firefox. Wenn Sie möchten, Sie können auf unserer Plattform Ihr Konto aktivieren, ja? Ja, wo denn? Wo muss ich da rauf? Wie alt sind Sie, Steinfeger? 29. 29? Was machen Sie vom beruflich? Was ich beruflich mache? Was machen Sie vom beruflich? Da bin ich Fußbodenheizungswasserverkoster. Nochmal? Fußbodenheizungswasserverkoster. Können Sie ein bisschen erklären? Na, von der Fußbodenheizung muss einer das Wasser ja kosten, ob das Wasser noch gut ist. Und das mache ich. Und was muss ich jetzt machen auf Ihrer Webseite? Sprechen Sie normalerweise so? Wie meinen Sie das? Sprechen Sie normalerweise so? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Okay, Herr Steinfeger. Ja? Also, wie gesagt habe, ich habe viele Kunden und viele Termine. Wenn ja. Sie Ihr Konto nicht aktivieren... Das will ich doch machen, aber dann müssen Sie mir sagen, wie ich das machen muss. Herr Steinfeger, bitte gehen Sie Google Chrome. Ich habe nicht Google Chrome, ich habe Firefox. Was? Firefox. Wie können wir weitermachen, Herr Steinfeger? Ja, über Firefox. Ich bin nur auf eurer Webseite drauf. Sie benutzen nicht WhatsApp, Sie also... Ja, da habe ich Telegram. Telegram ist geht nicht, Entschuldigung. Ja, aber ich bin noch auf eurer Webseite drauf. Sie haben viele E-Mail-Adressen, also Sie haben keine WhatsApp. Und wie können wir weitermachen? Ich möchte behilflich sein, aber... Na, ich bin noch auf eurer Webseite drauf. Wie bitte? Ich bin noch auf eurer Webseite drauf. Okay. Was sehen Sie gerade? Ein weißes B mit so einem gelben Bums dran. Und da kommt so Konfetti oben raus. Und dann bin ich... Da ist so eine, oben so ein blauer Streifen. Bitte. Und dann... Also. Okay, ja? Eine Minute. Okay. Was? Sehen Sie gerade? Na, habe ich doch gerade gesagt, was ich sehe. Ich sehe so ein weißes... Großes C.
für B. Ja, weißes, großes B. Ja, also, ja, kann auch ein kleines sein. Und dann ist da so orange-gelb Streifen dran und da oben kommt Konfetti raus. Okay, okay. Also, Sie sollen zuerst einloggen. Ich bin noch drin. Okay. Also, sehen Sie Deposit am oben, rechts oben. Nee. Deposit. Was sehen Sie gerade? Am oben, rechte Seite am oben. Willkommen, Schornsteinfeger, ID 3378111. Okay. Und dann steht da Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro 0.0000. Okay, 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 okay. Dann, neben Account Trading Room, sehen Sie Account Trading Room? Nee. Beste Seite. Da steht der Konto. Handelsraum, Anzahlung und Auslocken und Speisekarte steht da oben drüber. Da steht wirklich Speisekarte. Sind Sie berechtigt.com? Ja, aber da oben steht Speisekarte. Nein, nicht Speisekarte. Also, sehen Sie Deposit. Deposit. Also nein. Grünebank, Deposit. Da steht Anzahlung. Klicken Sie Deposit. Da steht nicht Deposit. Das steht da nicht. Da steht Anzahlung. Und Speisekarte steht oben drüber. Nein, nein. Doch. Nutzen Sie Anydesk. Was ist denn das? Nutzen Sie Anydesk. Was ist denn das? Das ist Applikation eigentlich. Was macht man damit? Bitte installieren Sie Anydesk. Wie muss ich das machen? Anydesk. Herunterladen, ja? Bitte herunterladen diese App. Anydesk. Wie meinen Sie das? Finde ich das auf Ihrer Webseite? Okay, Herr Steinfeger. Ja? Bitte aktualisieren Sie diese Seite. Benefits, ja? Bitte aktualisieren Sie. Habe ich gemacht, ja. Okay, was sehen Sie gerade? Ein weißes B mit einem gelben, orangen Ding dran und da kommt Konfetti raus. Und dann steht da Willkommen, Schornsteinfeger, ID 3378111. Dann kommt Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro 0.0000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Ausloggen, Speisekarte. Okay, bitte klicken Sie Anzahlung. Ja. Klicken Sie. Habe ich gemacht, passiert nichts. Okay, also, sehen Sie Credit Card? Wo meinen Sie das denn? Also, sehen Sie Credit Card? Wo denn? Okay. Sie sollen Ihre Kreditkartennummer geben. Soll ich Ihnen die sagen? Sie sollen selbst aktivieren Ihr Konto. Ich weiß, ja? Soll ich Ihnen die sagen, die Nummer? Also, Ihre Kreditkartennummer geben. Kreditkartennummer, ja? Also haben Sie Visa-Card, ne? Ja. Okay. Bitte geben Sie Ihre Visa-Card-Nummer. Ja, 4-4-5-7-5-9. Nein. Sie sagen nicht mir sagen. Also, Sie sollen einfach schreiben, ja? Wo soll ich die hinschreiben? Ja, also 4-4-5 und so weiter. Wo muss das hin? Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Okay, also bitte geben Sie diese Kreditkartennummer-Box Ihre Visa-Kartennummer. Ja, das ist dann die 4-4-5-7-5-9-9-4-6. Eine Minute. Ja? 4-4-5-7. Ja. 5-9-9-4-6-3-6-1-1. 5,
4, 5, 7, 5, 9, 9, 4, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 7, 5. Ja. Was ist Ablaufdatum? 01, 27. 28. Also, Scheinträger. Ja. Diese Kartnummer 445 und so weiter, ja? Ja. Also, Sie sollen diese Nummer, Kreditkartnummer, geben. Ja. 457 und so weiter, ja? Ja. Bitte, bitte geben Sie diese Nummer, ja? Ja. 4, 4, 5, 7, 5, 9, 9, 4, 6, 3, 6, 1, 1, 5, 7, 5. Ja? Haben Sie geschrieben? Nein, ich habe Ihnen die gegeben. Sie sollen geben. Habe ich doch gemacht. Alles? Die WW-Code, Ihre... Nee, danach haben Sie ja noch nicht gefragt. Der Code lautet 206. Wie bitte? 206. Was ist 206? Der CVV-Code. Sie sollen CVV-Code schreiben. 206. Ich muss das schreiben. Wohin? Genau, genau. Dieses CVV-Code-Box. Wo muss ich das hinschreiben? Ja, genau. Also, Sie sollen Sexy-Konto aktivieren. Ja, wo muss ich das hinschreiben? Ja, also, bitte, bitte schreiben Sie Ihre Kartennummer. Und wohin? Kreditkartennummer, was sehen Sie? Wo soll ich das hinschreiben? Ja, genau, also Sie sollen die Konto selbst aktivieren. Ja, wo muss ich das denn machen? Ich dachte, Sie wollen mir helfen. Okay, ja, genau, aber bitte schreiben Sie Kreditkartennummer 4457 und so weiter, ja? Aber wohin? Kreditkartennummer. Aber wohin? Was sehen Sie gerade? Ein weißes B mit einem orangen Kringel dran, da kommt Konfetti raus. Und dann steht da oben drüber, willkommen, Schorn, Steinfeger. Und dann steht da ID 3378111. Und dann steht da Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro 0.0000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Einzahlung steht hier nicht. Anzahlung. Einzahlung. Bitte klicken Sie Einzahlung. Aber Einzahlung steht hier nicht. Hier steht Anzahlung. Kann ich auch da drauf klicken? Ja, genau. Dann klicke ich da drauf jetzt. Also klicken Sie Einzahlung. Einzahlung. Aber Einzahlung steht hier nicht. A wie Anton, ne wie Nordpol. Zahlung. Anzahlung, ja. Habe ich nochmal, ja? Ja. Und jetzt? Was sehen Sie gerade? Immer noch die gleiche Seite. Da ist ein weißes B mit einem orangen Kringel und Konfetti dran. Und dann steht da, willkommen, Schornsteinfeger. Und dann ID, Doppelpunkt, 3378111. Gleichgewicht, Doppelpunkt, Euro, 0.0000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Steinfeger? Ja? Bitte klicken Sie Einzahlung. Bitte, bitte schön. Also ich habe... Aber Einzahlung steht da nicht. Da steht Anzahlung. Einzahlung. Bitte klicken Sie Einzahlung. Da steht nur Anzahlung, nicht Einzahlung. Okay, also Entschuldigung. Habe ich draufgeklickt jetzt. Nochmal, und jetzt, was muss ich jetzt machen? Was sehen Sie gerade? Ich sehe hier ein weißes B mit einem orangen Kringel dran und oben kommt Konfetti raus.
Und dann steht Willkommen, Schornsteinfeger, ID 3378111. Und dann steht da Gleichgewicht. Und dann steht da Doppelpunkt Euro 0.0000 Konto, Handelsraum, Anzahlung, Ausloggen und Speisekarte. Okay, klicken Sie Einzahlung. Anzahlung steht da. Dann sehen Sie Kreditkarte. Wo denn? Klicken Sie Kreditkarte. Ich sehe das nicht. Das ist interessant, wirklich. Also, Herr Stehfeger, ich habe viele Kunden, ja, bitte. Ja? Sie sind schwierige Kunden. Aber ich dachte, Sie wollen mir helfen. Das ist meine Aufgabe, natürlich, ich möchte behilflich sein. Ja. Bitte klicken Sie Einzahlung. Aber hier steht nur Anzahlung, nicht Einzahlung. Und auf Anzahlung habe ich ja schon 7 oder 8 Mal draufgeklickt. Dann scrollen Sie diese Seite. Ach, ich soll runterscrollen, ja? Sie gerade? Da steht Vista Kreditcard. Genau. Ja. Bitte geben Sie Kreditcard-Nummer. Ach da. Ja, da soll ich die reinschreiben? Ja. Okay. Ihre Visa-Card-Daten schreiben, ja? Ja, dann schreibe ich da jetzt meine Visa-Kartennummer rein. Das ist denn die 445799463615. Genau. Hab ich wir da sollen, reingeschrieben? Ja, genau. Ja. Genau. Ja. Ja, super. Und dann habe ich jetzt den OD206 da. Genau. Ja. Und dann, da steht Full Name on Card. Genau. Was muss da hin? Ausfüllen, ja? Aber was muss da bei Fullname und Card rein? Genau. Was muss da rein? Also Sie sollen Kreditkartennummer Bug 445. Also nochmal die Nummer da rein, ja? Mhm. Hab ich gemacht und jetzt? Haben Sie alle geschrieben? Jetzt ist alles ausgefüllt. Bitte klicken Sie Deposit. Ja. Card printed Name Schuld not contain Card Nummer. Nochmal? Card printed Name Schuld not contain Card Nummer. Sie also haben Sie alle Informationen richtig gegeben? Aber alles da reingemacht, was Sie gesagt haben. Herr Steinfeger. Ja. Haben Sie Ihre Kreditnummer gegeben? Ja. Dann haben Sie CVV-Code gegeben? Ja. Haben Sie Ihren Namen und Familienname gegeben? Nee, da haben Sie gesagt, da soll die Kartennummer nochmal rein. Nein, also Sie sollen Ihre Schweinsteinfeger schreiben, ja? Nicht Schweinsteinfeger, Schornsteinfeger. Entschuldigung. So, jetzt probiere ich das nochmal. Jetzt geht es, jetzt rollt hier so eine Bubble. Aber das schneit bei euch auf der Webseite. Ist das normal? Mhm. Ja. Da ist nichts. Hab ich gemacht, ja. Und jetzt kommt gar nichts mehr. Was sehen Sie gerade? Oben steht ein weißes B mit Orange dran und dann kommt da Konfetti nein, raus. Okay. Was? Okay, ich werde meine Finanzabteilung ja. Fragen, okay? Ja. Eine Minute. Okay. Steinfeger? Ja? Also, es geht nicht. Ihre Transaktion ist nicht erfolgreich. Also, Sie versuchen nochmal, okay? Ja. Bitte klicken Sie Einzahlung. Anzahlung. Anzahlung steht da, ja. Habe ich gemacht. Okay. Scrollen Sie diese Seite am unten. Ich bin ganz unten. Okay. Klicken Sie Kreditcard. Da passiert nichts. Wie bitte? Da passiert nichts. Warum? Weiß ich nicht. Was sehen Sie gerade? Oben ist so ein weißes B an der Seite. Ist das orange? Und dann kommt da Konfetti raus. Und dann steht da Willkommen, Schornsteinfeger.
Und dann steht da ID 3378111 und dann Gleichgewicht 0.00000 und dann steht Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Ganz genau, klicken Sie Einzahlung, Anzahlungsbox. Ja, da passiert denn nichts. Zwischen Handelsraum und Ausloggen. Ja, da passiert nichts. Warum? Weiß ich noch nicht. Ich verstehe Sie nicht wirklich. Warum? Also, Herr Steinfeger, wir versuchen noch... letztes Mal, okay? Also, ich muss auf andere Kunden anrufen. Also, aber ich wir dachte, versuchen... Sie wollen mir helfen. Okay, ja, natürlich, das ist meine Aufgabe. Aber Sie sind schwierige Kunden, ja? Und schwierige also, Kunden helfen Sie nicht. Entschuldigung, ja, natürlich, das ist meine Aufgabe. Aber bitte klicken Sie Einzahlungsbox. Ja, aber wenn ich da draufklicke, dann passiert nichts. Ich bleibe auf der gleichen Seite da, wo ich schon bin. Und da steht ja Kreditkarte, aber Sie? Daneben Betrollen ist das Sie Feld diese komplett Seite. Weg, wo alles drin stand. Das gibt's da nicht mehr, das ist nicht mehr da. Scrollen Sie diese Seite, dann sehen Sie Ihr Konto finanzieren. Wählen Sie Ihre Zahlungsmethode. Ja, da kommt aber nichts mehr. Bitte aktualisieren Sie diese Seite. Das kann ich mal machen, ja? Moment. Okay. Jetzt steht da in der Mitte Anzahlung und jetzt ist es weggegangen und jetzt ist das Feld wieder da. Kein Problem. Bitte klicken Sie noch einmal. Einzahlung. Noch einmal, ja, habe ich gemacht. Super schön. Dann scrollen Sie diese Seite. Ja. Nach unten. Ja. Sehen Sie Kreditkartennummer? Ja. Super. Sie sollen jetzt Ihre Visa-Kartennummer geben. Habe ich gemacht. Wie schnell? Da habe ich doch noch. Das da hier so, wenn man da reinklickt. Wissen Sie, da ist doch denn, wenn man da reinklickt. Dann haben kommt da Sie? So ein Bommel raus, weil wenn man da schon mal was eingetragen hat, dann merkt sich das mein Internetfenster. Ich verstehe. Haben Sie aber Ihre Visa-Kartennummer richtig gegeben? Ja. Okay. Also geben Sie CVV-Code und bitte schreiben Sie Ihren Namen, Ihren Familienname. Ja, habe ich gemacht. Haben Sie gemacht? Ja. Nochmal? Ja. Okay, klicken Sie Deposit. Ja, habe ich gemacht. Was sehen Sie gerade? Oben ist ein weißes B mit orange an der Seite und da kommen Konfetti raus. Und daneben steht... Willkommen, John Steinfeger, ID 3378111, Gleichgewicht, Euro 0.00000 und dann Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken, Speisekarte und in der Mitte ist alles weiß. Hallo? Ja, ich höre Sie. Ja? Eine Minute. Okay. Also... Steinfeger? Ja? Also, wir versuchen noch einmal, ja? Nochmal? Nochmal, eine Minute. Ja? Bitte sagen Sie mir, was ist Ihre Kreditkartennummer? Die habe ich Ihnen doch jetzt da reingegeben in den Computer. Soll ich eine andere Karte nehmen? Ich habe auch noch eine andere Karte. Ihre Visa-Karte oder andere Karte? Ich habe noch eine andere Karte. Nein, Sie sollen Ihre Visa-Card-Nummer geben. Habe ich doch schon zweimal gemacht. Eine Minute. Ja. Haben Sie Ihre Visa-Card-Nummer gegeben? Ja. Okay. Eine Minute. Okay. Herr Steinfeger? Ja. Okay, also ich möchte behilflich sein. Deswegen, Sie sollen mir Ihre Visa-Card Nummer sagen, ja? Aber wohin wollten Sie die noch gar nicht haben? Herr Steinfeger, ich versuche, ja? Ich versuche. Jetzt bitte sagen Sie mir, was ist Ihre Visa-Card-Nummer? Soll ich Ihnen die ganze Nummer sagen? Genau.
Okay? Ja. Also die Nummer jetzt, ja? Wie bitte? Die von Karte Visa, die Nummer? Nee, Ihre Kreditkartennummer. Ja. Das ist denn die 4 4 7 6 3. Eine Minute. 4 4. Ja. 7 6 3 7 2 9 3 4 4 4 2 7 3 2. Hallo? Also, können Sie mir sagen, was ist Ihre Visa Card Expiration Date? Was? Was ist Ihre Visa Card Expiration Date? Was ist das? Das ist eine Minute. Das ist Ablaufdatum. Achso, das ist 01/25. 1/25. 25? Ja. Okay, eine Minute. Ja. Also, Herr Steinfeger. Ja. Sie versuchen nochmal, ja? Ja. Okay. Sie, also, was sehen Sie gerade? Welche Seite? Na, da ist ein weißes B mit orangen Seite. Oben kommt Konfetti raus und dann steht da Willkommen, Schornsteinfeger, ID 3378111, Gleichgewicht Eurozeichen 0.0000. Und dann steht da Konto, Handelsraum, Anzahlung, Auslocken und Speisekarte. Super schön, klicken Sie Einzahlung. Einzahlung steht doch nicht. Anzahlung. Klick zwischen Handelsraum und Ausloggen. Ja. Dann scrollen Sie diese Seite am unten. Ja. Okay. Und dann? Sie Kreditkarte. Ja. Okay. Sie sollen Kreditkartennummer geben. Habe ich doch jetzt schon zweimal gemacht. Okay, wir versuchen nochmal. Nochmal? Und geben Sie Ihre Ablaufdatum. Also, wir müssen da nochmal die ganzen Dinger rein. Also, die Kartennummer, CVV und Ablaufdatum und dann nochmal der Name. Genau. Okay. Das ist ganz schön schwierig bei Ihnen. Hallo? Ja, ich höre Sie. Okay. Ja, und jetzt wieder auf die blaue Taste drücken. Ja? Haben Sie alle Informationen ausgefüllt? Ja. Klicken Sie Deposit. Moment, ja, da habe ich es gedrückt. Und jetzt ist die Seite wieder weiß. Ist kaputt, alles kaputt. Was sehen Sie gerade? Oben ist ein weißes B mit Orange dran und da kommt Konfetti raus und dann steht da Willkommen. Nicht. Na, aber das sehe ich da gerade. Hallo? Hallo? Ja? Herr Steinfeger. Ja? Okay, wir versuchen letzte Mal. Ja? Hallo? Hallo? Ich höre Sie nicht mehr. Hallo? Hallo? Junge Lady? Hallo? Ja? Ja, hallo, hier an Luis, ne? Ja? Ja, hi, am Apparat ist Sebastian Haus. Das geht auf Kryptowährungen her, Luis, ne? Mhm. Sie haben versucht, ein Online-Handelskonto aktivieren, ne? Ja. Okay, alles klar. Alles gehört von einem Programm Anydesk, Herr Luis. Was soll ich davon gehört haben? Wie bitte? Was soll ich denn davon gehört haben? Ja, weil das ist ein Programm, ich helfe Sie von meiner Seite. Verstehe ich nicht. Okay, öffnen Sie Google, schreiben Sie Amazon, Elvin Nordpol, Anydesk, ganz einfacher. Und wir machen ganz schnell ein Online-Handelskonto aktivieren, ne? Ja, und was habe ich jetzt von dem Programm? Wie bitte? Ich verstehe nicht, was ich mit dem Programm soll. Okay, Moment. Jetzt machen wir so ein kleines Moment.
Wie alt sind Sie, Herr Aloysio? 29. 29? Okay, alles klar. Sind Sie erst einmal bei Online Trading? Was für ein Ding? Sie handeln schon erst einmal, oder? Wie meinen Sie die Frage? Wie bitte? Ja, wie meinen Sie denn die Frage? Ja, weil Sie haben, das hier steht auf meinem System, Sie handeln schon erst einmal. Hallo, Herr Aloysio? Ja, was möchten Sie denn? Ja, müssen wir nur die Elites-Programm runterladen? Und das geht ganz schnell. Ja, aber ich habe immer noch nicht den Sinn des Programms verstanden. Ja, okay, Moment. Ja, mit dem Elites-Programm, das geht ganz schnell, Herr Aloysio. Öffnen Sie Google? Wenn Sie mir meine Frage beantworten, dann vielleicht. Okay, was war das für eine Frage, Herr Aloysio? Ja, die Frage habe ich Ihnen doch jetzt 4 oder 5 Mal gestellt. Können Sie überhaupt Deutsch? Da haben wir vergessen, die Frage. Ja, aber wenn Sie gleich am Anfang Fragen vergessen, die Ihnen gestellt werden, dann wirkt das nicht besonders irgendwie seriös. Ja, okay, Moment, gut. Müssen Sie mal richtig Öffnen zuhören. Sie? Okay, alles geil. Öffnen Sie wieder Google, schreiben Sie einfach Anydes. Das ist ganz einfach. Und dann? Ja, dazu habe ich Ihnen ja bereits jetzt etwas gesagt. Sie bitte? Was haben Sie gesagt? Ja, wozu brauche ich das? Was ist der Sinn dahinter? Ja, das ist einfach ein Programm. Ich helfe Sie von meiner Seite. Zugang auf Ihres Computer. Und das geht ganz einfacher, schneller, Herr Aloysio. Ja, aber ich will so ein Programm nicht. Warum, Herr Aloysio? Ja, weil ich keine fremden Leute auf meinen Computer lassen möchte. Weil Sie sind schon ein scheiße YouTuber, deswegen, oder? Was? Weil sind Sie schon ein YouTuber, deswegen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Weil sind Sie schon ein YouTuber, ne? Was meinen Sie denn damit? Ich weiß nicht, sind was Sie Sie schon von ein YouTuber? Sie hören so ein großer Arschloch. Sind Sie irgendwie doof? Große Hitler. Sie rufen bei mir an und beleidigen die Leute? Hi Hitler! Naja, Hi Hitler! Zeigt ja, dass Ihre Intelligenz... Ich bin Hitler! Nicht... Ich bin Hitler! Ja, ja. Tschüss! Ja, zeigt ja, dass Ihre Intelligenz nicht besonders groß... Hallo? Ja, hallo? Ja, guten Tag. Bitte spreche ich? Hä? Sie rufen an, sagen ja, guten Tag, sagen nicht mal Ihren Namen und von wem aus Sie anrufen, ist es wahnsinnig laut bei Ihnen und Sie wollen meinen Namen wissen? Den verrate ich Ihnen nämlich. Sprich mit dem Steinfeger. Ja, Schornsteinfeger. Okay, ja, hallo. Hier ist Michael Schmidt am Apparat. Herr Steinfeger, Sie haben sich bei uns registriert auf unsere Webseite, auf Internet, um online zu handeln. Mhm. Ja, kann sein. Ja, genau. Es kann sein, dass Sie vergessen haben, ist kein Problem. Deswegen bin ich jetzt hier, damit ich Ihnen so erklären kann, wie das alles funktioniert mit dem online zum Handeln, ja? Aha. Also erstmal das Wichtige, Herr Steinfeger. Haben Sie schon mal gehandelt oder noch nicht? Womit denn? Ob Sie Erfahrungen haben an dieser Arbeit, an dieser Branche. Haben Sie Erfahrungen oder noch nicht? Im Handeln, ja. Okay. Also, Herr Steinfeger, unser Mindestbetrag ist einmal 250 Euro. Aha. Ja, 250 Euro ist unser Mindestbetrag. Dazu werden Sie einen Broker bekommen. Ein Broker ist der Mann, der für Sie einmal arbeitet. Mit dieser Summe, was Sie investieren werden, wird er Ihnen das Doppelte zu verdienen. Ja, bis Ende des Monats. Also das heißt, von unserer Seite bekommen Sie auch dazu Bonus auf Ihre investierte Preis. Zum Beispiel, Sie investieren 250 Euro ein. Jeder Preis hat ja seine Betrag und jeder Preis hat ja seine Bonus an. Zum Beispiel bei dem 250 Euro bekommen Sie von meiner Seite, gebe ich Ihnen 50% Bonus. Ja? Das ist von uns. Also wenn man dazu einen Bonus hat, dann heißt das, eine sichere Gewinne bis Ende des Monats. Und Sie haben die Möglichkeit, uns erstmal eine Woche lang zu testen, um zu sehen, wie es funktioniert, wie das alles läuft. Ja?
Also, Sie testen uns jetzt mal eine Woche lang. Sie sehen, wie es funktioniert. Falls Ihnen gefallen, dann machen Sie weiter. Falls nicht, dann machen Sie eben Ihr Geld zurück und das war's. Wir kommen erstmal auch von Berlin. Wir kommen aus Berlin, ja. Wir sind eine lizenzierte Firma. Ich arbeite auch in dieser Branche 15 Jahre mit Erfahrungen, ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Genau. Also haben Sie dazu vielleicht einen PC oder einen Laptop? Was haben Sie dabei, damit wir weitermachen, damit Sie bei uns einzahlen, mit dem Mindestbetrag anzufangen zum Handeln? Was? Hören Sie mich? Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden, weil das bei Ihnen irgendwie also, ganz laut im Hintergrund ist. Ich sagte, wenn Sie momentan einen PC oder Laptop haben oder Handy, ein Smartphone, damit wir weitermachen, damit wir Ihre Handelsgüter aktivieren, Herr Steinfeger. Dass Sie mit uns einsteigen mit dem Mindestbetrag 250 Euro. Also Sie verkaufen Laptops und Handys oder wie? Wir verkaufen gar keine Handys oder Laptop-PC. Es geht um Online-Handel, ja? Also es geht um Online, mit dem Bitcoin zum Handeln, mit dem Aktien, Kryptowährungen, Online zum Traden. Haben Sie schon mal gehört oder nicht? Ja, schon. Ich höre Sie sehr leise, ein bisschen lauter sprechen, ja? Ja, ich sagte ja schon. Hallo? Ja, hallo. Ja, ja, haben Sie mich gehört, was ich Ihnen gesagt habe oder nicht? Ja, sehr schwer. Ich sagte ja bereits, dass die Musik unfassbar laut ist. Ich kann sie kaum verstehen. Leider, wir mussten hier eine bessere Musik haben, ja? Sonst, wenn wir keine Musik haben, dann werden Sie mich gar nicht hören. Weil ja, wir das sind ist ja eine dämliche Aussage. In einem Raum, ne? Ja, aber ich höre Sie also, ja wegen der Musik nicht. Wie sieht es aus, Herr Steinfeger? Wollen Sie mit uns handeln, ja oder nein? Weiß ich nicht. Wenn es da so eine halbe Diskothek ist, wahrscheinlich lieber nicht. Wie bitte? Ja, genau. Vielleicht sollten Sie mal die Musik ausmachen, dann würden Sie auch die Kunden am Telefon verstehen. Aber Sie sprechen auch sehr leise. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, ja? Ja, ich kann nicht noch lauter ins Telefon schreien. Sie brauchen nicht schreien, sondern ganz normal sprechen, ja? Das ja, Wichtige ist, sprech doch ganz normal. Dass Sie jetzt keine Erfahrungen haben, ja? So, Sie wissen gar nicht überhaupt, wie das alles funktioniert und wie viel Sie Geld verdienen können in einem Monat, Herr Steinfeger. Wollen Sie also mit uns anfangen zum Anfangen, also mit dem Handel zu anfangen, um Geld zu verdienen bis Ende des Monats? Was habe ich denn davon? Sie werden also bis Ende des Monats sicher mit dieser Summe was investieren. Zum Beispiel, wenn Sie mit dem Mindestbetrag anfangen, 250 Euro, der Broker verdient Ihnen ca. in einem Monat, also bis dieses ca. über 2000 Euro verdienen Sie, Herr Steinfeger. Mhm. Weil Sie investieren Geld selber für Sie. Ja, damit der Broker für Sie einmal das Doppelte, von dem Sie investieren, zu verdienen, bis in einem Monat. Haben Sie schon mal bis jetzt etwas gehört von den Bitcoin, Aktien, Kryptowährungen, online zum Handeln? Oder ja, nicht? Schon ein bisschen, ja. Schon ein bisschen, ja, okay. Und haben Sie schon mal gehandelt oder noch nicht? Ja, bei eBay halt, ne? Wo? Bei eBay. Bei eBay. Was haben Sie bei eBay gemacht? Haben Sie etwas verkauft? Ja. Was haben Sie denn verkauft? Ja, meine alte PlayStation und so. So gut. Aber... Hallo, spreche ich mit Hartmund? Das ist mein Vorname. Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Ich rufe Sie an von der Firma Greenline Pro. Von der Tankstelle? Sie haben sich bei uns eingerufen. Nicht von der Tankstelle. Von der Greenline Pro. Ja, aber das ist doch bei uns eine Tankstelle. Bei uns ist das eine Tankstelle. Aber nicht mit Pro dahinter, vielleicht Green, aber nicht Greenline Pro. Doch. Schön, dass es bei Ihnen eine Tankstelle ist. Wir sind aber eine Firma. Sie können uns auch googeln. So, aber eine Tankstelle ist doch auch eine Firma. Ja, aber keine Firma an der Börse. Ach so. Herr Schimmeldorn, möchten Sie hier investieren? Sie haben sich hier angemeldet, deswegen. Wie meinen Sie das? Sie haben sich hier registriert mit Ihrer Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Ihren Namen, um online zu investieren. An der Börse. Kann sein, ja, doch so eine Werbung. Bitte? Ja, bei Ihnen ist ganz schön laut da im Hintergrund. Ja, wir sind in einem Großraumbüro. Also im Callcenter. Genau. Aber es geht ja jetzt darum, dass Sie sich hier registriert haben, nicht wo ich sitze. Ach so.
Können Sie bitte mit mir sprechen? Mach ich doch. Haben Sie denn noch Interesse daran? Woran denn? An den Online-Investment an der Börse. Ach so, was habe ich denn davon? Da können Sie sich finanziell verbessern. Ach so, ja. Sie haben sich doch hier registriert. Sie müssen doch wissen, wofür Sie sich registrieren. Naja, da war ja nur so eine Werbung, da stand ja nichts. Ja, aber da stand ja schon, was Sie machen. Die Werbung hat ja ausgesagt, was Sie hier machen. Ja. In Kryptowährungen investieren. Und da haben Sie sich ja deswegen angemeldet. Ja, aber da bestand ja keine Beschreibung, wie das geht und was ich da machen muss. Genau deswegen rufe ich Sie ja an. Ach so. Aber haben Sie denn Interesse oder nicht? Ja, weiß ich nicht. Wenn ich was davon habe, dann schon. Ja, wenn Sie investieren am Finanzmarkt, haben Sie die Möglichkeit, Gewinne zu machen. Aber Sie müssen dafür erstmal investieren. Okay. Wollen Sie das denn mal ausprobieren? Ja, wenn Sie mir sagen, wie das geht. Sie müssten sich bei uns einen Account einrichten, wo Sie Dokumente einreichen, wo ich mit Ihnen einen Fragebogen mache und wo Sie 250 Euro einzahlen. Und dann können Sie mit Ihrem Account Manager loslegen mit dem Handeln an der Börse. Ach, und Sie haben den jemanden, der Sie an die Hand nimmt und er das mit Ihnen zusammen macht. Aber ich dachte, ich habe schon einen Account, haben Sie doch eingangs gesagt. Nein, ich habe gesagt, Sie haben sich bei uns angemeldet. Ja, wenn ich mich irgendwo registriert habe, dann ist doch der Account schon aber da. Aber es ist keine Account-Aktivierung. Ach so. Sie haben eine Voranmeldung gemacht, damit ich Sie anrufen kann und fragen kann, ob Sie interessiert sind, das auszuprobieren. Und wenn Sie ja sagen, können wir zusammen einen Account für Sie einrichten. Ach so. Ohne Dokumente können Sie am Finanzmarkt nicht handeln. Es geht ja auch um das Geldwäschesystem. Um das Geldwäschesystem? Natürlich, Herr Schimmeldorn. Schimmeldöner. Döner, also bei mir sind keine Ü-Striche. Ja, Döner schreibt man ja auch nicht mit Ü-Striche, sondern mit Ö. Ja, aber es sind keine Striche da. Es steht Döner da. Ja, dann deswegen hat das euer System falsch übernommen. Nee, dann haben Sie sich nicht ordentlich angemeldet. Doch, habe ich gemacht. Wollen Sie das denn ausprobieren? Oder nicht? Ja, wenn Sie meinen Namen da richtig machen, dann ja. Ihr Name ist doch so, wie Sie es eingetragen haben. Nee, ich habe mich Sie ja nicht grade, für Sie hier angemeldet. Haben Sie ja gerade gesagt, dass das da ja, falsch steht. Ja, hier fehlen die Ü-Stiche. Ja, Döner schreibt man nicht mit Ü, sondern mit Ö. Ö. Ja, aber Sie haben Ü Sie gesagt. Sie hören mir nicht zu. Nein, ich sage Ö. Ach so, deswegen haben Sie gerade Ü gesagt. Ich habe Ö gesagt. Also Sie sind ganz schön unfreundlich, ne? Ja, und Sie sind ganz, Sie stellen sich ganz schön blöd. Ja, also mit Ihnen mache ich bestimmt keine Geschäfte. Ja, mit Ihnen möchte ich auch keine Geschäfte machen, weil ich komme mir ein bisschen verarscht vor. Ja, Sie werden ja auch verarscht, Sie scheiß Betrüger. Deswegen, ich habe es ja schon gemerkt, Sie sind der Betrüger. Nein. Der Schimmeldöner. Du bist eine Kriminelle. Du bist eine Kriminelle. Ah, ich bin eine Kriminelle. Ja, alles du bist privat klar. Eine Kriminelle. Ich bin privat eine Kriminelle. Du solltest dich alles was schämen. Klar. Deine Eltern sind bestimmt stolz auf so eine kriminelle Abzockerin wie dich. Und deine Eltern sind stolz und du küsst deine Eltern mit dem Mund, mit dem dreckigen Mund. Weißt du was? Du bei dir kommt ja nur Scheiße raus. Anrufe am Tag bekommen. Ja, hoffe ich doch, denn wenn es noch ein paar mehr Videos. Wer heißt denn Schimmeldöner? Ja, du. Und Schimmeldöner ist so voll Idiot. Ja, dein Name ist doch genauso fake, du Scheißbetrüger. Nein, bin ich nicht, du Spast, Alter. Beleidige mich Betrüger, Scheißbetrüger, Kriminelle, Scheißbetrüger, Kriminelle, Scheißbetrüger, Kriminelle, Scheißbetrüger, Kriminelle. Hurensohn. Scheißbetrüger, Kriminelle. Hurensohn, hast den ganzen Tag nichts Besseres in deinem Leben gelernt und hast nichts Besseres zu tun, wie und deswegen Leute sitzt du in einem und deswegen sitzt du in einem Callcenter und beklaust die Leute. Du wissen, ob diese Firma reguliert ist oder nicht, du Spast, Alter. Na, an deiner Aussprache, du. Guten Tag, spreche ich mit Herr Knusprig? Knusprig, ja, Knusprig. Sehr angenehm, Herr, am Apparat ist Michel Torres, ich rufe Sie vom Finanzmarkt an, ja, es geht um Onlinehandel. Ja, wie ist Ihr Name nochmal? Ich hab's denn nicht richtig verstanden. Es geht um Onlinehandel, Sie haben sich angemeldet, richtig? Ja, aber wie ist denn Ihr Name? Ich hab den nicht verstanden. Warum haben Sie mich nicht verstanden? Ja, weiß ich nicht, warum ich den nicht verstanden habe, aber sagen Sie doch einfach nochmal Ihren Namen. Also mein Name ist Michel Torres. Okay. Sie haben eine Registrierung gemacht bei uns, ja? Ja, kann sein. Okay. So, jetzt bin ich da, um Ihnen zu helfen, Ihr Konto erfolgreich aktivieren, ja, damit können Sie Ihr Handel beginnen. Ah oh ja, prima. Okay. Darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung oder ist das Ihr erstes Mal? Was meinen Sie genau?
Wie bitte? Aber was meinen Sie denn genau? So, haben Sie schon einmal Geld investiert oder noch nicht? Ja, ja, das habe ich schon mal bei der Sparkasse, habe ich schon mal Geld investiert. Ach so, mit Bank haben Sie das ja, gemacht. Bei der Sparkasse. Okay. Und ja. Haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag möchten Sie Handel beginnen? Ja, ich denke mal so an 45 Euro. 45? Ja, dachte ich jetzt erstmal so. So, unser minimaler Betrag ist 250 Euro, ja? So teuer. Möchten Sie mit minimalem Betrag beginnen? Na, aber warum ist denn das so viel Geld? Bei der Sparkasse kann ich auch mit 45 Euro anfangen. Weil das ist Onlinehandel, also jetzt ist das profitabel, also mit 250 beginnen, ja, damit können Sie mehr Profit haben. Weil wir sind in diesem Situation, also und Preis von Kryptowährungen steigen sehr schnell, ja. Und zum Beispiel, also mit Oilhandel auch ist sehr profitabel. Mit Oil? So. Bei uns ist es so, ja, mit 250 Euro können Sie Handel beginnen. Oh, okay, Ja, dann müssen wir das ja so machen, wenn Sie sagen, das geht nicht mit 40 Euro. 40 Euro müssen Sie? Na, wenn Sie sagen, das geht nicht, dann müssen wir das ja so machen, wie Sie das sagen. Sonst hätte ich mal 40 Euro eingezahlt. Leider können Sie nicht mit 40 Euro beginnen in Handel, also können wir einfach mit 250 in Handel beginnen und von unserer Seite kriegen Sie auch 30% von Ihrer Investition als Bonus gibt, ja? Oh ja, wenn es einen Bonus gibt, das ist dann immer ganz entzückend, da nehme ich ja manchmal einen Dollar mit. Ach so. Ja. Okay, und möchten Sie auch mit Robotsystem arbeiten? Also bei uns haben Sie diese Möglichkeit, aktivieren Trade-Programm, die arbeitet mit vollautomatischem Robotsystem, ja? Ach, da kriegst du denn so ein Robotergeschenk dazu, oder wie? Das arbeitet mit Algorithmus, mit Statistik, zum Beispiel, wenn der Preis von Bitcoin sinkt, ja? Wir werden das vorauswissen und unsere Finanzberater werden, also die beste Variante für Sie zu finden. Oh ja, das ist ja niedlich. Schauen wir mal das so, Wie bitte? Ja, dann machen wir das so. Okay. Und, also ich höre meine Stimme. Haben Sie Lautsprecher an? Ja, ich habe da Lautsprecher an. Okay, dann können wir also mit Ihr Konto aktivieren, ja? Danach können Sie schon mit Ihrem Finanzberater sprechen. Wir arbeiten die beste Finanzberater. Und während Ihrer Handel, also Sie werden Ihr eigenes Finanzberater haben, ja? Während Ihrer Handel, wenn Sie etwa Probleme, wenn Sie etwa Fragen haben, können Sie einfach mit Ihrem Finanzberater in Kontakt sein. Ihr Finanzberater wird Ihnen helfen, ja? Ja, das ist mein komplett eigener Finanzberater. Den kannst du dann behalten, oder wie? Wie bitte? Den kannst du dann behalten, ist der meiner, oder wie? Genau. Ah ja, prima. Das klingt gut. Okay. Und darf ich wissen, welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Haben Sie zum Beispiel PayPal oder... Was gibt es denn da noch so Schönes bei euch? Zum Beispiel für die Aktivierung, wir brauchen also entweder Kreditkarte, entweder weiß ich nicht, also PayPal oder brauchen wir Online-Banking, ja? Damit können Sie diese Transaktion bestätigen. Ja, dann wird es mit einer Dongs-Bankkarte bezahlen. Okay, kein Problem. Und machen Sie das mit dem Handy oder mit dem Computer? Wo ist denn da der Unterschied? Also ich soll eine Link schicken, ja? Ja. Und können wir zusammen also eine Formula ausfüllen und diese Transaktion mit Online-Banking bestätigen, ja? Ja, darf ich wissen, ist das Ihre E-Mail-Adresse? Ist Gerhard Huschrauber at md... ccfun.de Ja, ndccfun.de, ja. Okay. Öffnen Sie bitte. Was denn? Jetzt werde ich Link schicken. Moment. So. Hab ich? Was denn? Also, Sie sollen eine Nachricht von Michel Torres bekommen. Auch per E-Mail oder wie? Genau, ja. Ja, dann, ich muss erstmal schnell die Waschmaschine anstellen. Wie bitte? Den Schleuderkasten muss ich mal anstellen, schnell. Also bei mir zeigt es, also Ihre E-Mail-Adresse ist falsch. Nee. Benutzen Sie WhatsApp?
Was ist denn falsch an meiner E-Mail-Adresse? Ja, also vielleicht haben Sie etwa Fehler geschrieben, Fehler gemacht. Dort steht eine falsche E-Mail-Adresse. Na, dann lesen Sie mal nochmal vor, dann korrigieren wir die, wenn die da was falsch ist. Moment, bitte. Ja. Haben Sie auch Kreditkarte? Na, hab ich schon gesagt, ja, sind Dankeschön. Okay, möchten Sie, also ich kann von meiner Seite das machen, also Ihr Konto aktivieren und können Sie das bestätigen von Ihrer Seite mit Ihrem Online-Banking? Passt das Ihnen? Was meinen Sie denn? Sie fangen so viele Sachen an und machen nichts fertig. Also Sie haben mir noch nicht Ihre Frage beantwortet, Sie haben mir noch nicht mal gesagt, was der Unterschied ist, ob ich nur ein PC oder ein Handy verwende. Dann haben Sie mir nicht gesagt, welches Konto besser ist. Dann haben Sie nicht mal gesagt, dass ich eine schöne Kreditkarte habe mit den Dongsbang. Ja, nur wenn Sie schon mal alles alleine machen. Sie sind ganz schön schnell. Anstatt mal irgendwie eine Frage zu beantworten, die Sie hier so gestellt haben. Oder so. Ja. Also Sie haben auch keine WhatsApp, ne? Ja? Hab ich nicht gesagt. Was nö? Ne, sind Sie still. Aha. Also Ihre E-Mail-Adresse steht, also ist falsch, ja? Deswegen, also ich kann keine... Ja, dann müssen wir die E-Mail-Adresse prüfen. Dann müssen wir gucken, wo der Fehler ist. Okay. Aber dann lies mal nochmal vor, was da stehen ist. Okay. Wenn Sie möchten, ich kann von meiner Seite das machen, ja? Na, so, sagen Sie doch mal, was da jetzt steht bei Ihrer E-Mail-Adresse. Dann guck ich, ob das richtig ist. Okay, jetzt kann ich meine E-Mail-Adresse geben, ja? Nee, Sie sollen mir meine E-Mail-Adresse nochmal sagen, dann guck ich, wo der Fehler ist. Okay. Sagen Sie mal. Möchten Sie meine E-Mail-Adresse? Schreiben Sie mir also eine Nachricht. Können Sie eigentlich Deutsch? Okay. Ich muss ja schon sagen, das ist richtig interessant, die Gesprächsführung von Ihrer Seite. So, dann schmeiße ich mal hier aus, mal die Spülmaschine an. So, dann kriegen wir aber ein paar saubere Schlipper. Darf ich wissen, ist das Ihre, also können Sie nochmal Ihre E-Mail-Adresse sagen? Na, Sie haben doch die richtig vorgelesen, die E-Mail-Adresse. Ja. Gerald Hubschauber, @mbzfun. S-U-N. Aha. Und dann .de. .de, ja genau. Da, so ist ja, aber richtig. Ja, aber bei mir steht es also falsch. Na, die ist aber nicht falsch, die geht. Das ist von meinem Internetanbieter. Okay. Haben Sie gesagt, müssen Sie mit 250 beginnen oder müssen Sie mehr investieren? Na, ich hätte ja 45 gemacht, aber Sie haben ja gesagt, ich muss hier die 250 Glocken gleich machen. Okay, also und welche Zahlungsmethode benutzen Sie? Können Sie nochmal sagen? Na, der Dongsbang. Wie bitte? Der Dongsbang. Haben Sie Kreditkarte noch, ja? Noch bestimmt gesagt, ja. Welche Bank ist das? Das ist auch von der Bank. Da muss ich schon mal gucken, wie die heißt. Das weiß ich schon nicht aus dem Kopf. Okay, gucken Sie. Was denn? Und Sie haben da ein bisschen Party im Hintergrund? Wie bitte? Und bei Ihnen ist ein bisschen Party? Party, Party? Bei uns? Also? Ja, ist laut. Nein, haben wir kein Party. Was denn? Was meinen Sie? Ich hab auch warum nicht. Haben Sie so gemeint? Warum glauben Sie? Na, bei Ihnen doch so laute Musik im Hintergrund ist. Ja, wie immer hören Musik, also das ist nochmal bei uns. Ach so, das ist ja fein. Aha. Haben Sie etwa Probleme mit Musik? Nö. Ne? Ich hätte ja auch gerne noch so ein bisschen Musik, aber... Und jetzt, welche Bank benutzen Sie? Haben Sie Geschäft oder? Also, warte, dann muss ich gucken. Jetzt haben wir uns ja so nett unterhalten, die haben sich gesagt, da muss ich mal auf der Karte gucken. Schau dir mal die Karte.
Hier ist ja gleich in der Nähe. Das ist Kyungyang-Bank. Kyungyang-Bank. Ah, sehr schön. Ja. Und das ist Visa oder Master? Ja, Dongswang. Ja, oder ja. Das ist Visa oder Master? Na, Dongswang. Okay. Also, Ihre Karte ist Visa oder Mastercard? Noch nichts von beiden. Das ist eine Dongswang-Kreditkarte. Okay. Es beginnt, also mit 4 oder mit 5? Mit einer 6. 6, sehr schön. Also das bedeutet, das ist Visa-Karte. Nee, ein Dongswang. Ah, sehr schön, ja. Ja. Tschüss. Was? Steinfeger, richtig? Ja, hallo, schon Steinfeger. Okay, super. Herr Steinfeger, ich bin Sebastian Leroy, der Manager von Europäischer Haupttrainingabteilung und mache mich ein bisschen Anmeldung auf unsere Werbung. Sie sind gerade angemeldet und ich möchte Ihnen erstmals gratulieren. Sie haben 20 erfolgreich gekriegt in unserem System und jetzt haben Sie Möglichkeit, mit unserer Firma, mit unserer Expertin erfolgreich zu handeln auf dem Finanzmarkt. Erstmals möchte ich Ihnen fragen, haben Sie Erfahrungen in diesem Bereich? Haben Sie schon gehandelt oder sind Sie Anfänger? Was meinen Sie jetzt genau? Da habe ich die Frage nicht verstanden. Natürlich, das hat ganz gut größere Bedeutung und genau deswegen frage das Ihnen. Ja, einfach. Haben Sie Wissenschaft über Finanzbörse? Haben Sie gehandelt auch dort oder sind Sie neu in diesem Bereich? Nö, da bin ich neu. Neu. Okay, das ist gar kein Problem, Herr Steinberger, weil von unserer Seite werden Sie alle Unterstützungen bekommen, was Sie für erfolgreiches Handlungsprozess brauchen. Ja, weil wir werden für Sie Anfängerkonto aktivieren. Ja. Was bedeutet Anfängerkonto? Haben Sie auch schon entschieden, mit welcher Summe möchten Sie Handlungsprozess anfangen? Da stand ja hier 250 Glocken muss Stopp zahlen. Natürlich. Als Anfängerkunde, also Sie haben genau solche Gelegenheiten, mit 250 Euro zu anfangen. Jo. Ja. Sehr gut. Das ist ganz gute Entscheidung. Weil ich sage das immer mit meinen Kunden, dass erstmals sollen sie Erfahrungen sammeln und dann mit größeren Summen handeln. Herr Steinberger, welche Einzahlungsmethoden benutzen Sie? Zum Beispiel Visa-Karte, Mastercard, PayPal, Online-Banking. Welches ist für Sie besser? Ja, das ist alles vorhanden. Sie haben alles. Das, was Sie gesagt haben, ist alles vorhanden. Okay. Dann, ich denke, dass PayPal ist die beste Einzahlungsmöglichkeit, weil es geht ja schnell und ist ganz sicher auch. Haben Sie PayPal natürlich, ja? Ja, das hab ich da. Okay, super. Dann werde ich Ihnen einen Link senden per E-Mail. Bitte öffnen Sie das und sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm, okay? Dort wird einfach Link mit den größeren Buchstaben geschrieben. PayPal-Link. Ja. Also Sie schicken jetzt den Link. Natürlich. Ich werde Ihnen jetzt meinen E-Mail senden. Und dann? Und damit können wir diese Einzahlung, diese Transaktion ganz leicht machen. Und dann Ihr Handelskonto aktivieren, okay? Warten Sie bitte einen Moment nur auf der Linie. Ja, ich kann warten. Herr Steinberger, welches Gerät benutzen Sie? Zum Beispiel jetzt, haben Sie Handy oder haben Sie PC? Na, jetzt telefonieren wir über Festnetz. Okay, und jetzt benutzen Sie PC, ja? Noch, wenn ich machen soll. Ja, E-Mail zum Beispiel. Ja, dann nehme ich Computer. Okay, einen Moment. Okay, das ist schon weg. Das ist schon gesendet. Öffnen Sie Ihre E-Mail und erneuern Sie das. Sie werden das gerade kriegen. Also Sie meinen, ich soll mal hier an den Computer gehen und da in eine E-Mail gucken. Das meinen Sie damit. Okay. Sie können, falls Sie Internet haben, Sie können einfach Lautsprecher anschalten und doch öffnen Ihre E-Mail. Ja, also mache ich mal E-Mail auf. Moment. Okay. Da muss ich mal gucken. An welche E-Mail-Adresse haben Sie das geschickt? Das ist gesendet über schavensteinfeger@gmail.com.
gmail.com. Schornsteinfeger, gmail.com, ja. Okay, ich denke, dass ich habe das schon gekriegt. Öffnen Sie das? Ja, ich gucke gerade. Es ist von Sebastian Leroy und ist PayPal geschrieben, mit großes Buchstaben. Also, ist noch nicht da, ich habe noch nichts gesehen. Haben Sie das wirklich geschickt? Hallo. Haben Sie gekriegt? Ja, ich habe gesagt, es ist noch nicht da. Das ist irgendwie nicht gekommen. Okay, öffnen Sie das und sagen Sie mir, was sehen Sie auf Ihres Bildschirm? Noch nichts. Was bedeutet nichts? Na, hab ich doch gesagt, es ist nicht gekommen. Okay, was sehen Sie jetzt auf Ihres Bildschirm? Ja, mein Jugendmail-Passwort. Okay, haben Sie meinen E-Mail gefunden und geöffnet? Na, hab ich doch gesagt. Okay, und was steht in meinen E-Mail? Ja, nichts, ist ja nicht gekommen. Okay, dann Herr Steinfeger, ich werde Ihnen in 5 Minuten wieder anrufen und wir können das einfach, ich denke, dass dann werden Sie das kriegen, okay? Oder benutzen Sie WhatsApp auch? Ja, WhatsApp hab ich auch. Okay, dann warten Sie bitte einen Moment, ich werde Ihnen per WhatsApp melden und wir können dann weiter kontaktieren, weil ich denke, dass ich habe ein Verbindungsproblem, weil wir telefonieren jetzt. Was? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Herr Steinfeger, sind Sie unterwegs jetzt, ja? Nee, ich bin zu Hause. Okay. Und Sie? Hallo. Okay. Herr Steinfeger. Einen Moment. Ja, ich kann warten. Sind Sie überzeugt, dass ich habe ein Internet? Ich habe Internet, ja. Sonst hätte ich ja die Jugendseite nicht aufmachen können, ja, von meinem Postfach, weil das läuft ja nur übers Internet. Da brauche ich ja einen Computer und das Internet dazu. Und wir telefonieren ja auch übers Internet. Festnetz ist ja auch mittlerweile alles übers Internet beim Telefonieren. Herr Steinfeger, wenn Sie sprechen, können Sie einfach Ihren Mund öffnen und so sprechen, weil ich werde besser hören und besser verstehen, was Sie meinen. Na, ich mach doch beim Reden, ja, mein Mund. Ich kommunizieren jetzt. Was? Wie bitte? Wie meinen Sie das? Ja, das ist besser, das ist viel besser. Ja. Herr Steinfeger, haben Sie gutes Internetzugriff oder einfach? Ja. Wie welches Gerät machen Sie jetzt? Warum haben Sie dieses E-Mail noch nicht gekriegt? Ja, weiß ich machen doch Sie nicht. Machen Sie das mit Kühlschrank oder warum? Ich weiß doch nicht, warum ich die E-Mail nicht gekriegt habe, vielleicht. Weil in meinem System sehe ich, dass ich habe dieses E-Mail schon gekriegt. Ist nicht angekommen bei mir. Ist nicht da. Okay, auf Wiederhören. Warum? Ich dachte, Sie müssen mir eine E-Mail schicken, aber wenn Sie den Apple. Hallo? Ja? Hallo, guten Tag. Mein Name ist Sandra. Spreche mit der Steinfeger. Ja? Herr Steinfeger, ich hoffe, Sie haben von Stocksdizionenhandels.com. Sie haben bei uns Ihre Interesse gezeigt für Online-Investitionen, Bitcoins und Aktien, ist das richtig? Weiß ich nicht, ne? Eigentlich nicht. Bitte noch einmal? Ja. Sie wissen schon, über was ich spreche, richtig? Nee. Okay. Sie haben über unsere Werbung registriert, wo Sie Ihre Daten hinterlassen haben, für Bitcoin zu investieren. Mhm. Stimmt das? Ja, weiß ich nicht. Guter Standbäcker, denn Sie wissen nicht, wo Sie Ihre Daten hinterlassen? Ja, scheinbar. Lassen Sie mir bitte Ihnen vorstellen, damit Sie wissen, wo Sie ganz genau registriert sind, ja? Mhm. Haben Sie jetzt seine Hände zur Verfügung oder Computer? Ich möchte gerne Sie unsere Plattform vorstellen. Mhm. Und? Was benutzen Sie dann? Da habe ich beides. Beides, okay. Dann werde ich Sie eine E-Mail schicken. Gehen Sie bitte in Ihre Posteingang. Hm. Und Sie bekommen von Sandra eine E-Mail. Dann bin ich ja mal gespannt. Okay.
wie ein Flitzebojen. Haben Sie meine E-Mail erreicht? Ich muss mich ja erstmal einloggen. Also, okay. Wenn Sie bereit sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Was? Wenn Sie bereit sind, sagen Sie mir bitte Bescheid. Ach so. So, die E-Mail ist auf. Haben Sie eine E-Mail von Sandra bekommen? Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Ja, bitte schauen Sie nach. Hallo? Was steht denn da drauf? Sandra Stein. Sie müssen einen Link haben. Sehe ich nicht. Ist nichts drin. Haben Sie auch in der Spam geschaut? Nee, was ist das? Spam oder Yank? Ach, den Yank-Ordner. Da muss ich mal rein. Ja, genau. Mal reinglüpschen. Darf ich wissen, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse? Wie meinen Sie? Ihre E-Mail-Adresse, wie lautet? Noschom.steinfeger und dann mail.ccfun.de. Okay, ich hatte eine falsche E-Mail-Adresse bei mir. Ist das gleiche, was Sie gesagt haben? Ja. Können Sie bitte wiederholen, damit ich das ändern kann? Moschon.steinfeger@mail.ccfun. Müssen wir wieder sagen, noch einmal und ein bisschen langsam? Oder können Sie mir bitte einfach buchstabieren? Achso, also soll ich die ganze Adresse buchstabieren, einzeln? Ja? Ja, Sie brauchen mir buchstabieren, damit ich keine Fehler mache und damit ich das richtig schreibe. Deswegen müssen Sie mir bitte buchstabieren, wenn es geht. Ja, das machen wir. Warten Sie, ich setze mich mal hin. So. Dann gucke ich mir das mal an. Also, ein großes S wie Saftschubse. Ja, okay. Hammer. Gut. Ja. Dann kommt ein kleines H wie Hyperfurz. Okay. Dann kommt ein großes A wie Analfalte. Ja. Ein großes W wie Wichsen. Alles groß, meinen Sie? Alles groß? Nicht? Ja. Dann kommt ein kleines N wie Nille. Ja. Dann kommt ein Punkt wie Punkt. Ja. Ja. Dann kommt wohl ein großes S wie Softschubse. Ja. Dann kommt ein T wie Titties. Ja. Ein großes E wie einmal in der Hose gewinkelt. Dann kommt ein großes I wie Intimverkehr. Ja. Und dann kommt so ein N nochmal wie Nilli Willi. Dann kommt ein F wie Fahrrad. Ja. Ja. Dann kommt ein E wie Erektionsstörung. Ja. Dann kommt ein G wie ein genau. Ganz toller Tag. Dann kommt ein E wie einmal in die Hose geschissen. Dann kommt dann kommt ein R wie Rudelbumsen. Ja. Dann kommt ein Ed, also so ein A mit einem Kringel drum. Okay. Ja. Dann kommt ein M wie Mörder. Ja. N, haben Sie gesagt? Ein M wie Mörder. M. Okay. Dann kommt ein D wie Dachschaden. Ja. Dann kommt ein C wie Zitrone. Und dann kommt noch ein C wie Kaspar. Dann kommt ein F wie Furz. Ja. Dann kommt ein U wie unzerstörbar. Ja.
Und dann haben wir noch ein N, ja, oder wie kann man noch sagen, ein N wie Nilli Willi. Dann kommt wohl ein Punkt wie Punkt und dann kommt ein D wie Dachschaden wohl und ein E wie immer daneben gewichst. Okay. Ja. Hammer. Das habe ich eingeschrieben, ja, richtig. Ja. Bis dann Ihre E-Mail-Adresse aktualisiert ist, es dauert 15 Minuten, damit ich Zugriff habe, Ihnen eine E-Mail schicken. Ist okay, so lange warte ich denn. Wieder in 10 Minuten. Was? Wie? Ich rufe Sie wieder in 10 Minuten. Ist das in Ordnung für Sie? Nee, die können mir doch so lange erzählen, wie das geht. Ich rufe Sie wieder in 10 Minuten, weil sowieso wir können nichts machen. Und deshalb werden Sie als erstes Schritt alles erklären, genau. Wie es funktioniert, wo haben Sie das Handelskonto, ja? Genau, Sie können mir erstmal so lange erklären, wie das funktioniert. Dann aktualisiert das in der Zeit, da können wir ja die Zeit sinnvoll nutzen. Herr Steinsteiger, ich hatte ja noch ein anderes Kunde, deswegen ich hatte das halt nicht nur für Sie. Das halte ich schon für Sie wieder in 10 Minuten und ich bleibe mit Ihnen dabei, damit ich Ihnen alles erklären, okay? Aber Sie können mir doch jetzt alles erklären. Ich hatte noch Termine, wie gesagt. Aber wenn jetzt das mit der E-Mail nicht gewesen wäre, hätten wir doch auch noch telefoniert, oder nicht? Ja, das haben Sie recht, aber sowieso, wir müssen warten, deshalb ich hoffe, Sie noch eine andere Sekunde, weil ich hatte noch einen Termin. Und danach komme ich wieder bei Ihnen. Okay? Aber solange können wir uns doch über Ihre Firma unterhalten. Ich werde Sie alles durchklären, sobald das E-Mail aktualisiert ist. Bisschen erklären, wie das funktioniert und was man da so macht und... Ich rufe Sie wieder in 10 Minuten. Oder ich gebe Sie eine Kollegin von mir und eine Kollegin ruft Sie gleich an, damit Sie alles Informationen bekommen. Bis dann, ich bin frei, okay? Na, aber wir hätten doch jetzt sowieso telefoniert. Wie können Sie denn dann einen anderen Termin haben? Ich hatte noch Termine, wie gesagt, ich hatte noch Termine. Na, aber wieso rufen Sie denn an, wenn Sie noch andere Termine haben? Weil Sie füllen nicht die richtigen Daten ein. Das ist nicht meine Schuld, das ist Ihre Schuld. Nächstes Mal müssen Sie aufpassen, wie die E-Mail richtig ausführen. So, dann beleidigen Sie gerne die Kunden. So machen Sie das also. Nein, ich wünsche Ihnen schon Tag noch. Haben Sie da irgendwo einen Hallo, guten Tag. Johann Kapelzer am Parat. Sie bekommen einen Anruf von der Europäischen Finanzbörse. Ich spreche mit Herrn Steinfeger. Ja, schon Steinfeger hier. Herr Steinfeger, wie ich sehe, meine Sie haben Interesse gezeigt auf unserem Telefon. Richtig? Ja, kann sein. Genau, jetzt gerade, Sie haben online Interesse gezeigt. Das bedeutet, Sie haben Interesse, online zu handeln mit Kryptowährungen und mit Aktien. Richtig? Ja. Genau. Ich bin Ihr Privatkontoberater und mein Job ist Ihnen dabei helfen und alle richtigen Informationen zu geben. Damit werden Sie besser informiert auf die Finanzen. Okay. Okay. Sagen Sie bitte mir, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Ist das alles neu für Sie? In welchem Bereich denn? Onlinehandel mit Kryptowährungen. Welchen Bereich haben Sie? Nee, das ist noch ganz neu. Ganz neu für Sie. Aber was so wichtig ist, Sie haben Interesse, alles auszuprobieren, oder? Ja, probieren kann man alles mal. Okay. Genau darum, Sie haben ganz richtige Interesse gezeigt und richtige Entscheidung getroffen. Diese Plattform, wo Sie jetzt gerade Interesse gezeigt haben, das ist unsere Anfängerplattform, womit werden Sie alles auszuprobieren, ja? Genau darum, Sie haben eine richtige Entscheidung getroffen. Sagen Sie bitte mir, haben Sie schon alle Informationen bekommen über dieses Thema? Nee. Dann machen wir Folgendes. Ich werde ganz kurz Schritt zu Schritt alles erklären, okay? Ja. Damit werden Sie bis zu Ende realistisch. Okay. Also, wie gesagt, bei uns Handelsprozess läuft automatisch. Also alles ganz alleine. Alles läuft automatisch, das bedeutet, Sie brauchen nichts machen. Also stundenlang am Computer zu sitzen, brauchen Sie nicht. Ja. Sie werden ganz einfach den Handelskonto aktivieren mit meiner Hilfe. Und danach alles läuft selbst, automatisch, wegen Software, wegen Algorithmen. Also von ganz allein. Ja, natürlich. Also Sie können immer alles unter Kontrolle haben. Sie können immer Ihre Kontrolle öffnen und sehen, wie viel haben Sie profitiert, was haben Sie gemacht und so weiter und so fort. Aber etwas Besonderes brauchen Sie nicht. Okay. Genau so funktioniert es. Sagen Sie mir, ist das interessant für Sie oder nicht? Ja, das klingt ganz gut. Okay.
Dann sagen Sie bitte mir, mit welchem Betrag wollen Sie alles auszuprobieren? 25 Euro nehme ich da erstmal. Wie bitte nochmal? 25 Euro. Okay, also minimalisches Kapital ist 10 mal mehr. 250 Euro. Ach, so viel muss man da reinstecken. 250 Euro, das minimalisches Kapital, womit Sie können Ihre Kontrakt verdienen. Ja. Haben Sie das nicht gesehen auf unserer Werbung? Nee, habe ich nicht gesehen. Okay, das ist kein Problem. Wichtige Sache ist das, dieses Geld, was Sie investieren, ja, das bleibt unter Ihrer Kontrolle die ganze Zeit. Sie werden dieses Geld nicht bezahlen, ja, sondern Sie werden das investieren. Ja. Verstehen Sie den Unterschied? Verstehen Sie den Unterschied, was ist vor Bezahlung und vor Investierung? Nee. Also, bezahlen, dass Sie bezahlen irgendwelche Summe für irgendwas, aber investieren, dass Sie investieren Ihr Geld und dieses Geld bleibt bei Ihnen, ja, unter Ihrer Kontrolle die ganze Zeit. Dieses Geld, mit diesem Geld, wir werden für Sie Positionen öffnen und diese Positionen ist für Sie interessant, deswegen damit werden Sie profitieren, ja. Aber dieses Geld, Sie werden nicht jemandem geben, sondern dieses Geld bleibt unter Ihrer Kontrolle die ganze Zeit, wie ich gesagt habe schon, ja. Okay. Okay. Genau so funktioniert es. Toll. 250 Euro. Mhm. Sie werden damit Ihr Konto aktivieren. Richtig? Ja, wenn Sie sagen, das muss man so machen, dann mache ich das so. Ich kenne mich ja damit nicht so richtig aus. Da sind Sie ja eher der Profi, der sich damit auskennt und mir sagen kann, wie man das alles macht. Alles wird automatisch natürlich. Also Sie haben das gesehen auf unserer Werbung, ja, wie es funktioniert. Ja, aber das habe ich nicht so richtig verstanden, wie das automatisch geht. Also, okay, ganz kurz, ich werde das erklären. Sie bekommen von unserer Seite ganz kostenlos mathematische Software, sogenannte Roboter, ja. Dieser Roboter ist ein Algorithmus, welcher macht alles für Sie. Und technische Sachen, was wir müssen zusammen machen. Wir müssen Ihr Konto aktivieren, davor brauche ich Ihre Hilfe auch. Danach also, ich werde Ihnen weiterleiten mit Ihrem Experten und Ihr Experte aktiviert diese Software, diese Roboter, ja. Danach, Sie müssen nichts mehr machen, danach alles läuft automatisch. Also, diese Software kauft und verkauft persönlich für Sie Positionen, was Sie werden haben. Ja? Okay. Bitcoin, Ethereum oder Amazon-Aktien oder so, ja? Ihre gewünschte. Okay? Verstehen Sie das? Ja, wenn Sie sagen, das ist gut, dann machen wir das so. Okay. 250 Euro ist Ihre gewünschte Summe. Sagen Sie bitte mir, mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Was meinen Sie? Mit Kreditkarte, mit Online-Banking, mit PayPal. Welche Summe wollen Sie Ihr Konto aktivieren? Mit welcher Summe? Nein, Summe 250 Euro, ja? Ja. Und Zahlungsmethode meine ich. Mit welcher Zahlungsmethode wollen Sie das machen? Die Frage verstehe ich nicht. Okay. Also, Sie müssen 250 Euro investieren, ja? Sie haben gesagt. Ja. Okay. Mit welcher Karte werden Sie das machen? Ach so, mit irgendeiner Karte. Ja, weiß ich nicht, was soll ich denn da nehmen? Zum Beispiel Kreditkarte haben Sie, Online-Banking, PayPal. Ja, Kreditkarte habe ich eine American Express. Okay. Haben Sie PayPal? Normalerweise unsere Kunden machen Transaktionen mit PayPal. Nee, kann ich aber schnell machen, wenn Sie das möchten. Dann gehe ich mal schnell auf die PayPal-Webseite und dann mache ich da mal bei PayPal so ein Konto. Okay, perfekt. Wenn Sie das schaffen, ja, also PayPal ist ganz einfach. So, dann gehe ich jetzt hier mal auf paypal.com. Okay. So, dann mache ich da ein neues Konto. Okay, wenn Sie schaffen, dann sagen Sie bitte mir, okay? Hallo? Ja. Okay, in der Zwischenzeit, ich werde persönlich für Sie Zahlungslink vorbereiten, okay? Ich muss nur überprüfen, dass diese E-Mail-Adresse gehört Ihnen, was Sie bei uns gelassen haben. Ja. Sebastian? Okay. Das ist Ihre E-Mail-Adresse, wo ich rufe gerade, ja? Was meinen Sie? Sebastian Kackifein, das ist Ihre E-Mail-Adresse? Ja. Okay, alles klar. Da werden Sie nachher bekommen von meiner Seite. Mhm. In ein paar Sekunden, okay. Also ist Ihr Name Sebastian? Nee. Wie bitte? Nein. Dann, wie ist Ihr Name? Steinfeger. Und diese E-Mail-Adresse, wem gehört diese E-Mail-Adresse? Die gehört mir.
und Sie haben solche E-Mail-Adresse mit anderen Namen und Nachnamen? Mhm, genau. Okay. Okay. Ich werde Ihre Personalität verifizieren, okay? Wie geht das? Aha. Also ich muss Ihre Personalität verifizieren, deswegen, ich sehe alles, ich denke, das ist alles unseriös, ja? In ein paar Sekunden, ich bekomme entscheidende Antwort, sind Sie richtige Person oder nicht, okay? Wie bitte? Nein. Ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Okay. Wiederholen Sie nochmal. Herr Steinfeger, ich sehe in meinem System, dass Sie haben schon 1000 Anmeldungen gemacht bei uns. Weiß ich nicht. Wissen Sie das nicht? Ja, mit dieser komischen E-Mail-Adresse Sebastian Kackifein, also Sie haben diese Anmeldung gemacht, Minimum 1000 Mal. Okay. Sagen Sie mir, was war Ihr Interesse? Also, ja, wenn dann irgendwas nicht ging, dann habe ich mich nochmal angemeldet. Okay. Ja, da irgendwie ging das nicht so richtig gut. Okay. Dann mache ich mir Folgendes. Also, ich werde Ihre Personalität nochmal überprüfen und ich bekomme Bescheid, die Antwort, sind Sie die richtige Person oder nicht. Wenn Sie sind die richtige Person, ich werde Ihnen nochmal anrufen, okay? Ich dachte, okay, wir machen jetzt das Konto fertig. Ich bin ja extra schon auf PayPal. Ja. Normalerweise das funktioniert so, aber Sie sind unseriös Person, welche macht. Nee, ich bin nicht unseriös. Lange Zeit, ja. Ihr seid doch Betrüger. Machen Sie das. Ihr seid kriminelle Betrüger. Herr, guten Tag. Herr Herbert, ja? Das ist mein Vorname, ja. Ja, Herr Schulkenspecht, ja? Ja, Schluckspecht. Entschuldigung, genau. Also, ich heiße Maximilian Stoch, ich bin ein Account Manager von unserer Handelsplattform Access Capital. Toll. Einmal, Sie haben gesehen, unsere Werbeanzeige wegen stabiles und sicheres Einkommen, ja? Mhm. Wunderbar. Meine Aufgabe ist Ihnen alles erklären, wie unsere Handelsplattform funktioniert und wie können Sie bei uns Geld verdienen. Ja. Darf ich das machen? Darf ich? Herr Schlüppelspecht. Ja, los. Ja? Okay. Also, wir sind eine lizenzierte Maklerunternehmen. Wir arbeiten mit Rohstoffen, Kryptowährungen, Warungssparen, Aktionen und Öl. Für unsere neuen Kunden, wir haben zwei schöne Möglichkeiten. Erste Möglichkeit, wenn Sie arbeiten mit unserem Bot-System zum Beispiel. Der Bot dreht für Sie automatisch. Es funktioniert nach einem komplexen mathematischen Algorithmus, den unsere Programmierer entwickelt haben. Zum Beispiel. Der Algorithmus erlaubt es dem Roboter nicht Geschäfte zu machen, die in den Minus gehen. Das ist wirklich nicht möglich. Diese Art unter der Leitung des Algorithmus macht ca. 10 Deals pro Tag. Haben Sie das verstanden? Ja, so halbwegs. Aha. Sagen Sie mir, was haben Sie noch nicht verstanden zum Beispiel? Ja, weiß ich schon nicht. Ich kenne mich ja damit nicht so aus. Das ist ganz einfach. Leicht zu sagen zum Beispiel, das ist eine App. Wenn Sie zum Beispiel wollen arbeiten mit unserer App, diese App macht alles automatisch, macht alles selbst, automatisch trading. Okay. Ja. Oder wenn Sie zum Beispiel haben keine Erfahrung oder so, Sie können arbeiten mit unserem Finanzexperten zum Beispiel. Ihr Finanzexperte erstellt für Sie eine persönliche Strategie, die alle Feinheiten und Schwankungen des Finanzmarkts berücksichtigt. Zum Beispiel. Parallel zum Handel wird er Ihnen die Theorie des Finanzmarkts vermitteln. Sie lernen und testen in der Praxis alle Nuancen, Tricks und Ideen des Finanzmarkts ohne Geld zu verlieren. Der Experte wird Ihnen auch die Methoden der Analyse und der erfolgreichen Investitionen auf den Finanzmarkt beibringen. Es handelt sich um eine Person mit der langen Erfahrung, die alle Feinheiten des Finanzmarkts kennt. Er kann Ihnen mehr über den Finanzmarkt erzählen und eine weitere Orientierung geben. Haben Sie das verstanden? Ja, ich glaube schon. Ja, dann alles gut. Sagen Sie mir bitte, Herr Herbert, welche Option ist am besten für Ihnen zum Beispiel? Arbeiten mit unserer App, automatisch trading. Oder wollen Sie arbeiten mit unserem Broker? Was ist denn da besser? Sagen Sie mir bitte, haben Sie Erfahrung zum Beispiel auf dem Finanzmarkt? Nö. Keine, ja. Okay. Dann sagen Sie mir bitte noch, zum Beispiel, haben Sie circa ein paar Stunden Freizeit? Wie meinen Sie das? Am Abend oder so. Soll ich bei Ihnen arbeiten kommen? Nein. Zum Beispiel,
ob haben Sie Zeit für unsere Experten? Normal für unsere Experten, reden mit Experten, brauchen Sie circa 2-3 Stunden und ein bisschen mehr oder ein bisschen wenig. Das müssen Sie alles schauen. Sie reden mit Ihrem persönlichen Experten und dann sagen zum Beispiel, heute Sie wollen einmal besprochen und morgen oder ganze Woche. Dann normal, am besten zum Beispiel, wenn Sie arbeiten mit unserem Finanzexperten. Ja. Na, wenn Sie haben keine Erfahrung, dann das wäre ein bisschen besser. Okay? Sie können ein bisschen mehr studieren. Okay. Können Sie ein bisschen mehr überlegen. Was halten Sie davon also? Ja, wenn Sie sagen, das ist so besser, dann denke ich mal, das würde ich so machen, wie Sie sagen, wie das dann besser ist, damit ich das dann auch gleich richtig mache. Ja, ja, dann alles gut. Also, sagen Sie mir, wollen Sie jetzt aktivieren Ihre Handelskonto? Ich dachte, das ist aktiv. Bitte? Ich dachte, das ist aktiv. Ich habe Ihnen nicht so gut gehört. Ich dachte, das ist schon aktiv. Ja? Ja, ist das schon aktiv? Nein. Ach so. Was muss ich da jetzt machen, damit das aktiv ist? Also. Aktivia essen? Erstmal müssen Sie zum Beispiel machen eine Einzahlung. Mindestens Betrag für unsere Handelsplattform ist 250 Euro. Ach so. Ja. Mit diesem Geld starten Sie arbeiten. Mit diesem Geld kaufen Sie auf dem Finanzmarkt oder Bitcoin oder Aktionen oder zum Beispiel irgendwelche andere Kryptowährungen oder Rohstoffe oder kaufen Sie Öl, zum Beispiel Brennöl oder so. Ja, Öl ist Gas. Teuer, ganz schön teuer. Ja, das ist richtig, aber wir geben für Ihnen zum Beispiel eine Hebelunterstützung. Ja. Ach so. Mhm. Eine Hebelwirkung, ja. Dann können Sie zum Beispiel normales Geld verdienen. Darum, ja, Sie verstehen, wir starten mit 250 Euro und jetzt eine Barrel Öl kostet 114 Dollar plus ja. Minus. Hm. Dann können Sie wie viel? Okay. Maximal 2 und wie viel? Hm. 2 und ein Viertel Barrel kaufen, das bringt gar nichts. Und profitieren Sie circa 2-3 Euro täglich, aber das bringt gar nichts. Und darum geben wir diese Hebel weg und ob Sie können ein bisschen mehr Geld, normales Geld verdienen. Haben Sie das verstanden? Ich glaube schon, ja. Ja, also. Dann sagen Sie mir bitte, haben Sie zum Beispiel WhatsApp auf die... Nein, haben Sie keine. Kann ich Ihnen schreiben per Mail? Was denn? Das ist richtige Mail. Herbert Flugspecht@mdccfan.de. Ja, ja, genau. Ja. Jetzt sagen Sie mir bitte, welches Zahlungssystem verwenden Sie? Wie meinen Sie das? Zum Beispiel jetzt arbeiten wir mit Visa, Mastercard und Online-Banking. Haben Sie zum Beispiel Visa-Card oder Mastercard? Ja. Ja? Gut. Also jetzt. Ich schreibe Ihnen per Mail. Einen Moment. Einen Moment. Ja. Ja. Einen Moment. Warten wir ein bisschen. Einen Moment. Ja. Probiere ich schreiben. Ja. Oh. Ich sehe, Sie bekommen meine Nachricht, ja? Nein. Oder ja? Ein Moment. Ganz schön viele Momente. Probiere ich Ihnen noch einmal. Soll ich noch einmal schreiben? Ja. Ich hab geklatscht. Schau mal.
Moment, warten wir. Ich habe geschickt Ihnen noch eine Mail. Nein, was ist denn da? Das ist eine nicht gültige E-Mail oder so. Weiß ich nicht. Was haben Sie denn da für eine E-Mail? Einen Moment. Herbert.schluckspecht@mdc.de. Herbert.schluckspecht@mdccfun.de. Ja. Ja? Ja. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich weiß keine Ahnung, warum das funktioniert nicht. Ja, ich auch nicht. Einen Moment. Ja. Achso, aha. Ende Wiederholung, Schwarzschlange. Vielleicht haben Sie andere E-Mail oder haben Sie WhatsApp? Nee. Haben Sie? Das ist meine E-Mail-Adresse, die haben Sie ja da vorgelesen. Hm. Aber ich weiß nicht, warum funktioniert nicht wirklich. Kaputt. Komisch. Alles kaputt. Haben Sie keine WhatsApp oder Telegram? Telegram? Oder WhatsApp zum Beispiel. Besser WhatsApp. Ja, mindestens wir nutzen WhatsApp. Ja, aber nicht für Finanz-Gedingsbums-Döns. Mich wirklich noch nicht verstehe. Ich habe zweimal geschickt, aber das funktioniert. Sehr interessant. Ja, wirklich. Was kommt denn da für eine Nachricht? Sie müssen bekommen eine Link, eine Zahlungslink. Ach so. Und wenn Sie mir den durchbuchstabieren, den Link? Oh, das wäre ein bisschen schwer. Ja, wir können das machen. Wir können ja mal probieren. Mhm. Also, T wie Thomas. Moment. Ich mache ein neues Fenster, also ein T. Dann? H wie Harold. H. E wie Edita. Ja. Noch einmal E wie Edita. Ja. Dann, Gerhard. G wie Gerhard. Ja. A wie Alexander. Ja. T wie Thomas. Ja. E wie Edita. Ja. Dann V, das ist V wie Wolfgang. Ja. A wie Alexander. Ja, und ein Y. Ja. Hat mir hier mein Browser vorgeschlagen. Ohne Y, ja. Dann, .com? Dann kommt Jennifer. Ja. Und .com. Ja, probieren Sie jetzt. Ja. Jetzt kriege ich hier so eine Seite, wo steht Pay for the order. Gateways API. Ja. Select country. US, nee, US Euro und PayNow. Und jetzt gebe ich hier meine Sachen ein. Amount 250 Euro. First Name ist Hartmut. Nachname ist Schluckspecht. E-Mail-Adresse können wir hier irgendeine nehmen. Dann muss ich hier die Frage auf. Was? Warten Sie bitte. Vielleicht besser, wenn Sie zum Beispiel. Geben Sie mir Ihre WhatsApp-Nummer, ob ich kann schreiben Ihnen richtig. Aber ich fülle doch den Bums hier schon aus. Guck. Wie bitte? Ich fülle doch den Bums hier schon aus. So, dann kann man jetzt hier Zahlungsmethode, PayPal, Banktransfer, EU und RP Payment. RP Payment, das ist für zum Beispiel
für Visa und Mastercard. PayPal jetzt ein bisschen funktioniert nicht. Er ist auf technische Arbeit und Banktransfer EU. Also was soll ich jetzt nehmen? Haben Sie Online-Banking? Ja. Dann können Sie klicken auf Banktransfer. Ja, habe ich gemacht. Und dann? Jetzt steht ja 250 Euro Using Banktransfer EU. Und jetzt PayNow. Ja. Habe ich gemacht. Jetzt sehe ich hier ganz viele Banken. Select your bank. Schwedbank, Sparbankinger und dann Nordkorea, Handelsbank, SEB, Lenz. Sie müssen finden Ihre Bank. Ich soll meine Bank finden. Die steht da nicht drin. Ach, aber das Bank ist, warte mal, ich muss mal hier gucken auf Deutschland. So, da, Germanü. Und jetzt soll ich meine IBAN da reinklempern. Mensch, da kann ich die auch mal wieder benutzen. Schon lange nicht mehr benutzt. Ach so. So, dann kopiere ich die da rein. So. Jetzt muss man ja hier noch die ganzen Leerzeichen wieder rausmachen. Das mögen ja immer die komischen Seiten nicht. Dann mache ich mal die Leerzeichen da raus. So. Und, Enter. Aber da sagt er, that do not look right. Irgendwas. Keine Ahnung. Geht nicht, ist kaputt. Geht nicht. Einen Moment. Kann ich nicht eintragen. Warten Sie bitte, ich spreche mit meiner Leiter. 1 Sekunde. Ja. Einen Moment. Also, bin ich dabei. Also, ja, so komisch, so kann ich Ihnen nicht schreiben per Mail. Ich wirklich verstehe nicht. Aber ich habe doch jetzt schon ausgefüllt da den Bums, aber es geht ja da nicht weiter, ist ja kaputt. Schön. Warum? Keine Ahnung. Da wollte man jetzt schon mal schauen, aber können Sie mir bitte geben zum Beispiel Ihre WhatsApp-Nummer, ob ich kann schreiben Ihnen, ob Sie können schicken mir ein paar Screenshots oder so, ob ich sehe, was passiert. Ja, WhatsApp ist blöd. Ja, ich noch nicht verstehe, warum kann ich Ihnen nicht schicken per E-Mail. Das weiß ich auch nicht. Moment. Herr Herbert? Ja. Bin ich dabei? Also, können Sie mir schreiben auf meine E-Mail? Also, ich soll E-Mail schreiben. Irgendwelche. Ja, ob ich Moment. Kann kontaktieren mit Ihnen. Zum Beispiel. Irgendwas. Jetzt buchstabiere ich Ihnen alles. Ja, mach ich mal ein Momentchen. Mein Postfach hier drin ist auf. Moment. Ist auch noch der Kaffee, Alter. So, dann gehe ich jetzt auf E-Mail schreiben. Dann buchstabier mal los da den Bums. Mhm. Na, kommt da jetzt was, oder? Mhm. M. Punkt. S-C-H. S-C-H. D-O. T-O. C-H. C-H. Klammer auf. Was für ein Ding? Dann Klammer auf oder hätte. Net. Et, ja, genau. Ja. Axis. A. Ein A. X. I-S. I-S, I-S, genau. Kapital. Also C, A, P. P, I, T, A, L. Ja. L. Und nu? Punkt, komm. Und I-O. Ach, I-O. Ja. Irgendwas schreiben Sie mir. So, dann habe ich jetzt geschickt sendet. Ja, schau ich. Ja, jetzt. Popel, popel, ja? Ja. Also gut, jetzt schicke ich Ihnen einen Link noch einmal.
Sehen Sie diesen Link? Was denn für ein Link? Ich habe geschickt Ihnen einen Link. Achso, da muss ich mal nochmal gucken. Moment. Mhm. Haben Sie das gesehen? Ist noch nicht gekommen. Aber muss man kommen? Ich verstehe das wirklich noch nicht. Sie haben geschrieben mir Popel Popel, ja? Ja. Komisch. Ich habe geschickt Ihnen zweimal eine Link. Hat schon wieder geklatscht. Soll ich Ihnen was sagen? Komisch. Auf keine Plattform gibt es keine verschiedenen Preise. Herr Stuckspecht? Ja. Noch einmal Maximilian Stoch? Sie haben gerade einfach aufgelegt. Weiß ich nicht. Ich rede, aber vielleicht Probleme mit der Bindung. Aha. Ja, jetzt bekommen Sie, ja? Ja. Einen Link. Hm. Also klicken Sie bitte auf diesen Link. Moment. Mhm. Das Postfach, das lädt irgendwie gerade so langsam. Hm. So. Ja, jetzt habe ich da geklickt auf die Link. Ja, jetzt sehen Sie Pay for your order. Können Sie wechseln ab. Ja, ist ja das gleiche wie vorhin. Da war ich ja vorhin schon. Jetzt muss ich das ja nochmal alles ausfüllen. Habe ich doch vorhin schon gemacht. Das ging ja nicht. Aber probieren Sie vielleicht mit Visa oder mit Mastercard? Ja, ich probiere es mal mit 10 Euro jetzt. So. Aber mindestens Betrag ist 250 Euro. Ach so. Ja. Macht nichts. So, da muss ich da ja jetzt alles wieder reinschreiben. Mhm. So, Herbert Schluckspecht, dann E-Mail-Adresse. Mhm. Ja. So, Telefon muss ich ja Germanü raussuchen. Mhm. So, dann nehmen wir hier Germanü. Wo ist denn Germanü? Da ist Germanü, habe ich gefunden. So, dann male ich da jetzt meine Telefonnummer noch mal rein. Mhm. So, jetzt so, genau. Und dann muss ich jetzt hier beim Land noch mal Germanü raussuchen. Ist ja aufwendig. So, dann City ist Berlin, Straße haben wir drin. Dann den Zippelcode, so Palmatod, da müssen wir wieder machen, Banktransfer EU, ja? Oder haben Sie Visa oder Mastercard, ja? Sie haben gesagt, Sie haben Ihre Kreditkarte, ja? Hab schon geklickt. Jetzt steht hier wieder Trustlino. So, jetzt muss ich da drauf. Jetzt muss ich wieder meine Bankland auswählen, Germanü. Und jetzt muss ich wieder Bank eingeben. So, dann gebe ich da jetzt wieder meine Bankadresse ein. Mhm. So. Ah ja, jetzt kommt was. So. Und nun steht Alias und was ist denn da bei PIN? Was muss ich denn bei PIN inschreiben? Bei PIN? Ja. Ihre PIN? Sie wissen diese PIN. Ich weiß, diese. Das ist PIN von Ihrer Online-Banking, ja. Ob Sie können diese Zahlen gemacht? Nö, geht nicht. Da steht something went wrong. Jetzt muss ich auf Clawback drücken. Jetzt ist Payment Filed. Mal wieder auf Home und jetzt muss ich alles wieder von vorne ausfüllen. Hat schon wieder geklatscht. Nee, jetzt muss ich alles schon wieder ausfüllen. Nee, das ist kaputt, da euer scheiß Zahlding. Was das normal funktioniert? Geht alles nicht. Aber, nächstes Mal bitte klicken auf RP Payment und probieren wir das machen mit der Visa oder mit Mastercard. Ja, dann fülle ich das jetzt nochmal alles aus. Ja. Aber keine Sorge, machen wir das. Mhm. So. Dann muss da wieder der Name rein.
So, ich esse jetzt erstmal ein Ferdifuchswürstchen. Moment. Hat schon viermal geklatscht. Ja. So. Einen Moment. Ja. Aber nicht wieder auflegen. Nein, bin ich dabei. Also jetzt Zahlung starten. Klicken Sie bitte auf RP Payment. Ja, ich muss noch alles ausfüllen. Ja. Also, alles gut? Ja. So, jetzt bin ich auf Kreditkarte. Jawohl. Was muss ich da jetzt machen? Alles füllen. So, Moment. Jetzt sehen Sie, das fand sie ja. Ne, geht irgendwie da nicht. Da kommt auch Filet. Ist kaputt. Alles kaputt. Lustig, ich verstehe das gar nichts. Dort müssen Sie sehen, nehmen Sie Ihre Karte, Mastercard oder Visa. Ja. Und dann, Sie müssen... Genau, hab ich gemacht. Ja. Und wenn ich da meine Daten einfühle, dann geht's kaputt. Weiß ich nicht. Wirklich, ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Vielleicht können wir AnyDesk installieren. Ob ich schaue, was passiert. Ja, können wir mal probieren. Einen Moment. Haben Sie AnyDesk? Nee. Einen Moment, ich schicke Ihnen einen Link. Ach, wieder die Sache mit dem Link, ja. Hm. Moment. Einen Moment. Ich schicke auch noch einen Link. Sehen Sie eine Nachricht von mir? Nee, ist noch nicht da. Warten ein bisschen. Oder Sie können schreiben im Google. AnyDesk. Moment. Ja, nee, ist immer noch nicht da. Ich dachte, das ist gerade gekommen, aber ist immer noch nicht da. Wirklich weiß ich nicht, warum. Ist kaputt. Ich verstehe noch nicht. Oder schreiben Sie bitte im Google, anydesk.com. Ja, dann mache ich erstmal Google auf. Moment. So, jetzt habe ich Google auf, ja? Ja, dort schreiben Sie anydesk bitte. Wie schreibt man das? Einen Moment. Können Sie bitte ein bisschen bleiben auf die Linie? Na klar. Ja, suchen Sie bitte anydesk. Ja, wie schreibt man das? Oh, ich habe gesagt Ihnen. Ist nicht angekommen. Haben Sie bekommen? Nee. AnyDesk. Einen Moment. Ja. Hallo? Ja. Entschuldigung, spreche ich mit Herbert, ja? Das ist mein Vorname, ja? Ja. Mein Freund, mein Name ist Alex Schmidt. Ich bin aus der technischen Abteilung, ja?
Sagen Sie bitte, Sie sprechen nur Deutsch oder Englisch auch? Nee. I speak only Deutsch, German. Ja? Only German, okay. Meine Muttersprache ist Englisch, aber ich spreche Deutsch auch. Keine Probleme, ja? Sagen Sie bitte, haben yes, Sie diese yes, Applikation installiert, ja? Yes, of course. Okay, können Sie öffnen das bitte? Exactly. Mhm. Wie macht man das? Sagen Sie bitte, was sehen Sie? Google. Haben Sie dieses Anydesk geöffnet, ja? Nee. Okay, jetzt Sie sollten 9 Zellen sehen. Sehen Sie das? Nee. Was sehen Sie? Google. Google? Login oder Google? Nee, Google. Google. Wenn Sie werden Anydesk öffnen, Sie können keine Google sehen, ja? Na, ich habe ja Anydesk noch gar nicht auf dem Computer. Ja, also öffnen Anydesk bitte. Haben Sie das schon gemacht? Nee, ich habe doch das Programm gar nicht. Herr Herbert, ich werde noch einmal erzählen, ja, jetzt Sie sollten... Nee, nicht Herr Herbert. Öffnen. Entschuldigung, sind Sie, wie gesagt, serious? Mochten Sie es aktivieren oder Sie nur mochten meine Zeit verloren? Nee, na, ich weiß, na, der andere Mann hat mich ja einfach weiter verbunden. Ich glaube, ihr seid ja unseriös, wenn ihr sowas einfach macht. Der andere Mann, okay, der wollte mir ja Anydesk geben, aber dann kam der Link nicht an und dann sollte ich das auf Google eingeben und dann hat er nichts mehr gesagt. Wahrscheinlich, weil er zu blöd dafür war, um Anydesk zu buchstabieren. Und nun habe ich einen neuen Vollpfosten am Telefon, der nichts kann. Anydesk, Sie sollten installieren, damit ich werde von Ihrer technischen Abteilung Ihren Hilfen es alles weitermachen. Ja, aber da musst du doch auch mal helfen. Ich weiß doch okay, das auch nicht, wie das Programm funktioniert und wie das heißt. Wenn ihr das wollt, dass ich das haben will oder soll, Sie dann meinen, ist er dann euch ein bisschen ins Zeug verlegen. Sie meinen, Sie wissen nicht, wie es funktioniert oder was? Ja, ich habe ja das nicht, Programm nicht, wie es funktioniert. Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie sollten diese Anydesk öffnen und Sie sagen, dass Sie haben Google geöffnet. Naja, weil der Mann gesagt hat, ich soll... Anydesk und Google sind andere Dinge, ja, ja? Aber der Mann hat gesagt, ich soll Google aufmachen. Der andere Mann was hat gesagt, damit? Ich soll Google aufmachen. Warum? Ja, weiß ich doch nicht. Nee, ich habe gesagt, Sie sollten dieses Anydesk... meine Kollege hat gesagt, dass Sie haben dieses Anydesk installiert. Nee. So, jetzt Sie sollten es öffnen. Ich hab's doch aber gar nicht installiert. Habe ich doch jetzt 1000 Mal gesagt. Seid ihr, sag mal, habt ihr irgendwie einen Lattenschuss? Könnt ihr irgendwie was? Weil, weiß ich nicht, ihr macht so ein bisschen den Eindruck, als wärt ihr, weiß ich nicht, doof. Okay, jetzt lassen es am Anfang, ja, alles machen. Ja, dann mach mal, dann sag mal, wie noch das geht. Noch einmal. Ja. Okay, jetzt ich werde etwas sagen, ja? Ja. Okay. Ich möchte Ihre Mutter ficken, ja? Aber zurzeit, ich kann nicht. Sind Sie ein bisschen doof? Es tut mir leid für diesen, ja? Haben Sie irgendwie ich eine wünsche psychische Ihren Störung? Tage und alles gut. Du ja, bist ein scheiß Betrüger. Betrüger, illegaler Abzocker, Betrüger. Ich habe jede Menge Zeit. Das Hörspiel Die Kakerlakenparty ist nun zu Ende. Wenn du das Hörspiel bis zum Ende durchgehört hast, würde ich mich natürlich sehr über einen Kommentar von dir freuen. Wenn du möchtest, findest du jetzt noch eine Playlist mit weiteren Videos auf dem Kanal. Da kannst du gerne auch nochmal reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.